Löffelmesser Gäbel geht zurück zu den Ursprüngen. Damals, als Mehrkammer-Menüschalen in der Mikrowelle erwärmt worden sind. Ich erinnere mich. Und ihr gleich auch wieder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen kulinarischen, wie soll ich sagen, Testführers. Abenteuer Fertiggerichte geht in eine neue Runde. Ja, und wie ich es gerade gesagt habe, wir gehen heute so ein bisschen zurück zu dem, wie das Ganze eigentlich mal entstanden ist hier bei Rocket Beans. Damals, als es noch unsere Morningshow Moin Moin gab, da war das ja einfach mal so eine fixe Idee zu sagen, ich teste mal, ich glaube, es waren sogar in der ersten Folge. Das wisst ihr wahrscheinlich besser. Vielleicht waren es 5-Minuten-Terrinen, vielleicht waren es Menüschalen, vielleicht war es auch Currywurst oder Mikrowellenburger, aber es war in jedem Fall noch keine eigene Sendung. Zu der wurde es erst so im Laufe der Zeit, als ich natürlich vor allem gemerkt habe, wie viel Spaß mir das Ganze macht, ist daraus Löffelmesser Gäbel entstanden. Und wir haben vieles erlebt seitdem. Wir haben Soßen verkostet, wir haben mit Gästen gearbeitet. Wir hatten Solo-Folgen, wir hatten verschiedenste Speisen, wir hatten Vollmahlzeiten. Also wirklich einen wilden, wilden Ritt. Und da haben wir uns gesagt, viele, viele Jahre später müssen wir doch mal wieder zurückzukommen. Zum Markenkern, irgendwie zu dem, was mal wichtig war. Denn ich bin angetreten. Die Älteren werden sich erinnern. Ich wollte euch da draußen Empfehlungen geben. Ich wollte sagen, wir respektieren die 3 Euro in der Tasche. Gut, inflationsbereinigt sind es jetzt vielleicht 5 Euro mittlerweile. Aber wir respektieren das Kleingeld. Wir respektieren, dass wir heute mal nicht kochen wollen. Wir respektieren, dass wir vielleicht keine Zeit oder auch kein Geld haben, um in einem Restaurant oder in einer hochpreisigen Imbissbude anzutreten, um dort unser Geld für die Mittagspause auszugeben. Nein, wir respektieren, dass es Supermärkte gibt, in denen Tiefkühlpizzen, Menüschalen etc. pp. Liegen, die sagen, ich bin nicht teuer, ich verheiße dir in der Mikrowelle und in der Mittagspause einen schnellen Vollmahlzeitgenuss. Aber sind da die Bilder möglicherweise appetitlicher als der tatsächliche Inhalt? Gibt es Sinn zu sagen, ja, 2,20 Euro gebe ich gerne aus, weil ich zum Beispiel weiß, dass möglicherweise das Huhn süß-sauer, was hier sehr, sehr lecker aussieht, weil ich vielleicht weiß, dass es besser ist, als das Putenbrustgeschnetzelte mit Nudeln von einer anderen Firma. Das kostet vielleicht 50 Euro Cent Differenz. Aber ich weiß das nicht, weil ich nehme es mit, bin im Idealfall halb begeistert, im schlimmsten Fall total enttäuscht. Und wenn ich das nächste Mal in den Supermarkt gehe, habe ich das alles vergessen und stehe wieder da und sage, was soll ich essen? Hier bin ich ja quasi als Ratgeber, selbsternannter natürlich, in die Bresche gesprungen und habe gesagt, nee, wir wollen sagen, für kleines Geld darf man Anspruch haben und für kleines Geld wollen wir rausfinden, was ihr euch möglicherweise in der ähnlichen Situation wie gerade von mir beschrieben beim nächsten Mal eher oder möglicherweise auch weniger kaufen solltet. So, that being said, kehren wir heute zurück zu den Mehrkammer-Menüsystemen, denn da hat sich einiges getan. Es ist ein weites Feld, es sind fast durch die Bank Sachen, die nicht gekühlt werden müssen. Nein, wenn ich genau hingucke, ist es eine bunte Mischung. Einige Sachen müssen gekühlt werden. Andere Sachen sind sozusagen Atomkrieg und Stromausfall sicher. Und das ist eine bunte Mischung, sogar inklusive Nachtisch heute. Man sieht daran natürlich, dass der Bedarf offenkundig an diesen Mahlzeiten immer noch groß ist. Viele Dinge, die ich nicht getestet habe. Aber das eint das Testfeld. Sie werden in der Mikrowelle warm gemacht und sie verheißen den Genuss einer Vollmahlzeit zum kleinen Preis, wenn es mal schnell und billig sein soll. Grüße gehen raus an die rassige Natascha. So, wir machen jetzt einfach mal los und stechen das erste Gericht an. Wir gehen hier natürlich straight nach Liste, die Johanna uns vorbereitet hat. Und da können wir auch einmal zur Tafel schreiten. Wir haben uns auf Einfaches, weil es sind neben dem Mehrkammersystem oder auch dem Einkammersystem natürlich alles Gerichte verschiedenster Couleur. Da ist es ein bisschen schwierig, so ein übergreifendes Kontrollfeld und Disziplinen zu finden, in denen sie gegeneinander antreten. Deswegen gibt es wie immer den Preis als Indikator, den Preis pro 100 Gramm. Wie viel Essen, Lebendgewicht, Totgewicht bekomme ich für mein Geld? Das Look and Feel, super, super wichtig, denn unser guter Freund, der Serviervorschlag, ist quasi heute mal wieder sehr, sehr, sehr präsent. Denn das, was auf der Packung gut aussieht, kann vom Inhalt her vielleicht trotzdem gut schmecken. Potenziell aber auch einfach die hässliche, bucklige Schwester sein, die du dir nicht bestellt hast. Deswegen Look and Feel, wie weit entspricht das meiner Vorstellung von einer Frikadelle mit Knöpfli und leckerer Champignon-Rahmsoße? Inwieweit ist es etwas, was ich vielleicht nur im Gaumenraum feststelle?
Und am Ende eine Wertung. Also, kriegt es sozusagen das Gütesiegel. Kann man machen, super gut. Oder nee, lasst mal lieber liegen, lasst euch nicht verführen. Darüber reden wir heute, das wollen wir ausprobieren. Und wir starten jetzt einfach mit dem Wait. Watchers. Da, Mango-Chili-Hühnchen, Weight Watchers. Hier sehen wir den Boy. Kennen wir natürlich. Das sind die Gerichte, die meistens teuer sind, die natürlich ein international erfolgreiches Abnehmprogramm und Ernährungsumstellungsprogramm kostenpflichtig zum Erfolg geführt haben bei vielen Menschen. Ich habe damit selber keine Erfahrung. Aber sie sagen, wir wollen auch im Fertiggerichtesegment mitmischen. Denn hier bekommen wir für 3,50 Euro, und jetzt wird schon so ein bisschen schwierig, 350 Gramm für 3,89 Euro. Das ist schon teuer. Fast 4 Euro für so eine Mahlzeit. Da erwartet man einiges. Und die Frage ist, ob sozusagen das Wenige an Gewicht, das Mehr an Preis auch in ein Mehr an Leckerheit geflossen ist oder ob wir so eine unromantische Diätpampe vorgesetzt bekommen. Da müssen wir mal gucken. Wir stechen das ein. Das ist soweit der Erfahrungswert. Da muss ich nicht mehr hingucken als routinierter Mikrowellenkoch. Zubereitung in der Mikrowelle. Vor dem Erwärmen Kartonverpackung entfernen. Check. Deckelfolie mehrfach einstechen. Check. Die Schale bei 600 Watt circa 5 Minuten erhitzen. Eine Minute stehen lassen. Deckelfolie. Ja, kriegen wir hin. Gut, also hier bleibt die Folie drauf. 5 Minuten 600 Watt. Was weiß ich. Gucken wir mal, was hier überhaupt die Mikrowellen haben. Ja, 580. Dann gehen wir mal ja auf die schönen Spritzschutz haben wir hier am Start. Gucken wir mal da. Ich vergesse immer wieder, da sind die Teller. Leidlich geeigneter Untersatz, aber ich hoffe einfach, er soll ja auch nur dazu dienen, das Gericht rauszuziehen. Also, ich habe schon wieder alles vergessen. 600 Watt, wir nähern uns mit 580 selbigem sehr gut an. Und ich gehe mal auf 4 Minuten, denn ich habe wenig Interesse bei der ersten Mahlzeit direkt mit einer Mundraumverbrühung das Studio zu verlassen. Und weil wir es können, werden wir, glaube ich, gleich noch mal ein zweites Mikrowellengericht einziehen. Wir haben ja zwei Mikrowellen da. Dank geht raus. Beide mit Drehteller, beide gecheckt, beide am Strom angeschlossen. So liebe ich das. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Lydia, die mit einem Auge für angeschlossene Kabel, das wirklich jeder Vergleichbarkeit spottet, weil es einfach außergewöhnlich ist. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass sie dieses Studio so schön hergerichtet hat und selbige Dinge sicherstellt. Gut und günstig Hühnerfrikassee, ein Klassiker, den ich bestimmt auch schon mal gegessen habe. Auch hier eine Zweikammer. Auch hier. Auf den ersten Blick sehen wir natürlich alles, was wir sehen sollen. Das haben wir eben nicht gemacht, den Check, aber es ist Reis vorhanden. Es ist Hühnerfrikassee vorhanden. Und wir hatten doch mal, das war, glaube ich, auch gut und günstig, also aus dem Edeka-Haus, als wir mal diese Sendung hatten bei den Freunden von Foodboom, die bei mir in guter Erinnerung gebliebene Hühnerfrikassee-Pizza mit Gratin-Käse, die ziemlich geil war. Bin ich mal gespannt, ob hier Erinnerungen hochkommen. Bisschen mehr Gewicht, 400 Gramm für 2,29 Euro. Ja, das werdet ihr gleich an der Tafel natürlich noch mal zum Nachlesen von mir aufgeschrieben bekommen. Da bin ich erstmal guter Dinge, dass wir hier zumindest in Sachen Masse und wenn man sagt, der Genuss wird ausgeknipst, einen volleren Magen hat für weniger Geld. Auch das kann ein Argument sein, was beim Einkauf zählt. So, ist ein bisschen vergleichbar. Also, wir haben Reis als Kernbeilage und darüber hinaus ein fleischige Suppe, die einmal im asiatischen Bereich, einmal in Frikasien sozusagen entstanden ist. Deswegen bin ich gespannt. Ich werde sie jetzt mal nach Bauchgefühl in die nächste Mikrowelle reintun. So. Ach Mann. So. Hier gehen wir einfach mal auf die Halbvollleistung. So steht es bestimmt auch in der Anleitung. Heizen Sie auf Halbvollleistung den Ofen vor. Ich baller den Boy mal rein. Gehe auf 4 Minuten bei der guten alten Analoguhr und dann schauen wir gleich mal, was uns am ersten anspringt. Also, Hühnerfrikassee ist natürlich ein Klassiker. Kennen wir alle. Gibt es als gekühlte Variante. Gibt es, glaube ich, auch von den Erascos dieser Welt als nicht gekühltes Produkt. Wo man aber immer schon schmeckt, das ist zumindest meine fragile Erinnerung daran, dass das gekühlte Hühnerfrikassee. Ich will jetzt nicht leichtfertig das Wort Raffinesse in den Mund nehmen, aber zumindest ein wenig mehr einem das Gefühl gibt, dass hier mit Liebe gekocht worden ist. Das würde ich schon sagen. Aber muss man mal schauen. Ist das übrigens der Sound von zwei Mikrowellen, die im Hintergrund auf halber Vollleistung arbeiten? Das ist wirklich so
Das hätte ich mir damals nicht träumen lassen, bei den ersten Sendungen. Mit Mühe und Not hat dann, fragte man dann so rum, zum Beispiel bei den 5-Minuten-Terrinen. Hey, Team, hat irgendjemand vielleicht einen Wasserkocher? Und dann haben 10 Leute abgesagt. Einer sagte, ja, ich habe einen Wasserkocher zu Hause. Oh, super, kannst du den vielleicht morgen mitbringen für Moin Moin? Ja, ungern, aber mache ich. Und das war dann ein Erfolg. Das war dann einfach, damit wurde die Sendung möglich gemacht. Weil vielleicht der damalige Praktikant Johnny X einfach seinen privaten Wasserkocher mitgebracht hat. Unter diesen menschenunwürdigen Bedingungen haben wir damals das Format produziert. Und jetzt rauschen hier 2 Mikrowellen im Gleichschritt durch die analogen Uhren. Das ist schön. Das macht die Arbeit deutlich leichter. So. Das ist schon wieder die Frage. Das kommt mir jetzt sehr leicht. Ich mach gleich nochmal den Digitalabgleich bei der nächsten. Das kommt mir doch jetzt. So, ich nehme dich jetzt mal raus. Ich hatte mich schon ein bisschen Angst hier, dass diese Uhrzeige so, wenn man so sagt, sind das denn auch wirklich 5 Minuten? Ja, dann ist halt so ein Richtwert, ne? So, Pi mal, können auch 9 sein, aber ist halt wichtig? Ja, schon. Ich muss mal eine Folgereise planen. Vielleicht ist das schon wichtig, ob ich 9 Minuten warten muss oder nur 6 Minuten. Ach, so. Hier ist es auf jeden Fall heiß. Man merkt es an der Seitenkammer. So, bitte, liebe Flutschkante, lass dich leicht abziehen. Ja, ist okay. Geht gut. Ja klar, hier ist natürlich die Zweikammer. Hier hast du nochmal einen leichten Widerstand zu spüren. Ja, aber das ist gut, das ist gut. Da haben sie, das ist okay. Ja, sauber und ablösefrei. Lässt sich die Folie trennen. Das ist gut. So, rein mit dem Zeug. So, und dann wollen wir noch mal schauen. Machen wir doch erstmal den Reality-Check auf den ersten Blick. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ungerührt. Und ja, da muss man jetzt sagen, da hat der Serviervorschlag natürlich eine gewisse Aufbereitungsliebe mitgebracht. Aber hier wird jetzt nicht radikal geschummelt. Also jemand, der mehr Geduld und besseres Talent dafür hätte, könnte. Ja gut, ich meine, seien wir ehrlich, ne, diese Hähnchen, diese gegrillten Hähnchenstücke, die da drin sind, die vor dem Foto sicherlich nie in den Genuss von einer Soßenummantelung gekommen sind, die sind hier natürlich in der Matschepampe einfach drin. Und hier liegen sie wie frisch gegrillt als Auflage auf dem leckeren Mango-Chili-Gemüse. Aber ist egal. Das war auch nicht zu erwarten. Das hätte man hier in einem extra Beutelchen vielleicht reintun können, um sie sich dann so zu drapieren. Aber das ist erstmal nicht so weit weg davon. So. Ich mische es hier mal so ein bisschen durch. Ja. Also machen wir uns nichts vor. Das sieht schon, auf der Packung sieht das schon besser aus als dieser flexible Brei. Geben Sie Salz oder Pfeffer hinzu, je nachdem, welche Art von Endgericht Sie bekommen wollen. Also das ist schon. Hier gehen wir mal ein bisschen rein. Die Anteiligkeit will gleich natürlich auch nochmal überprüft werden. Und das Gute ist, auch heute habe ich ein weiteres Mal von 2 Firmen Hanutas abgesehen auf ein Frühstück oder gar ein Mittagessen oder ein Vormittagessen, ein Brunch, ein Postfrühstück, ein zweites Frühstück oder wie auch immer geartete Zwischenmahlzeiten verzichtet, um nicht zu sagen, es scheitert am Himmel, Hunger heute. So, da kommt auch schon das Hühnerfrikassee aus der Mikrowelle. Jetzt ist natürlich, da will ich gleich noch mal gucken, die Sättigungsbeilage Reis ist natürlich der günstigere Part in dieser Beziehung. Und in der Regel könnte das bedeuten, wir packen ein bisschen mehr Sättigungsbeilage rein, um es noch günstiger zu machen. Gucken wir gleich mal, wie die Verhältnismäßigkeit da ist. So, auch hier wieder der Abzugstest. Gut, geht, gut. Kannst du nicht klagen, kannst du nicht meckern. Sehr, sehr einfach. Widerstandslos, fast lässt sie sich trennen von der Schale, denn auch die Folie weiß, ich bin nur auf Zeit hier. So, wir nehmen den nächsten Löffel, schauen doch mal hier rein. Ja, muss man halt durchrühren, ne? Ist klar, so auf den ersten Blick. Was auch immer, ich leg's mal daneben, dann könnt ihr selber. Warte mal. Ja, dann ein bisschen da zur Seite. Den zweiten Teller daneben. So. So könnte es aussehen. So, wie machen wir? So sieht es aus. Also auch hier ist sicherlich alles drin, was auf dem Serviervorschlag ist. Auch hier die Ummantelung, Hähnchen, Möhren, alles nochmal schön weggespült worden. Also was da an Soße vielleicht dran klebte. Ja, da ist halt so ein bisschen. Also ich sag mal so, wenn ich meiner
Katze das Feuchtfutter aufmache, aus diesen kleinen Beutelchen, wo so 85 Gramm drin sind, weil sie ist sehr picky mittlerweile. Die isst leider nicht alles. So mit den Billigdosen voll Asche lässt sie sich nicht mehr abspeisen. Sie ist ein bisschen anspruchsvoller. Das sieht nicht immer ganz anders aus, wenn es so was Helles ist. Und deswegen bin ich auch manchmal versucht, mir den Finger abzulecken, wenn da noch so Soßigkeit von dem nach dem Reinfüllen ist. Und muss sagen, oh, auch geschmacklich ist das jetzt nicht so jenseits von Gut und Böse. Hier haben wir den klassischen Reisblock, der sich durch die, ich sag mal, die Pressbefüllung der Kammern natürlich herausbildet, den wir ein bisschen auflockern wollen. Ich bin aber zu faul, das jetzt irgendwie auf Tellern zu drapieren. Und wir gucken noch mal etwas genauer hin. Wir haben hier ein Anteil von 37% gegartem Langkornreis. Das ist das Hühnerfrikassee. Und hier haben wir einen Anteil von 33,5% gegartem Reis. Also hier hast du mehr Teuerspeise und weniger günstig. Hier hast du mehr günstig und weniger Teuerspeise. Was aber nichts aussagen muss. Man will ja auch satt werden. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen mehr ist. Wir hatten ja auch schon mal Mehrkammersysteme, wo auch Kartoffelpüree zum Beispiel ein Teil der Dreifaltigkeit war. Und da war das so wenig, dass man sagt, was bringt mir das denn, wenn ich 10 Rouladen habe und 2 Liter Soße, wenn ich einen kleinen, eine Kinderhand Kartoffelpüree nur habe? Das ist dann, da kann ich mir ja, das ist ja unausgewogen. Wollen wir nicht, ne? Umgekehrt ist natürlich genauso schlimm, wenn du nach dem dritten Löffel Püree das Gefühl hast, es ist keine Soße mehr vorhanden. Aber ihr seht, die Feinjustage ist das Geheimnis. So. Lassen wir uns einfach nicht abschrecken von dem, was wir optisch bekommen. Ich mache erstmal einen Mischgenusslöffel hier, in der Hoffnung, dass dieser Basmati-Reis und das Mango-Weight Watchers-Huhn mir jetzt schon sagen, Sendung vorbei, ich habe mein Mittagessen gefunden. Riecht ganz gut. Also beim ersten Schlucken reißt sofort ein gewisser Schärfezug in den Rachenbereich und sagt im Hals, ich lege mich da so ein bisschen fest. Vorne war eher so die Süßspeise noch vorhanden. Ganz schön matschepampig. War alles sehr gaumenzart, möchte ich mal sagen, vorgegart. Das ist nicht unbedingt der Fall für... Also das ist wieder der klassische Fall, du kannst deine Zähne hier beruhigt in Urlaub schicken. Was sie einen wollen, aber so ein bisschen Kauigkeit auf dem Hähnchen zumindest, hat sich mir jetzt schon erhofft. Ich muss jetzt mal so ein Stück Hähnchen probieren hier. Oder gleich zwei. Es ist halt ziemlich laff. Es hat so eine gewisse Süßigkeit. Was war das hier nochmal sein laut Packung? Ich erkenne es gerade nicht mal mehr. Irgendwie so Paprikagemüse, ne? Mango-Paprikasoße. Also eine gewisse Schärfe ist da, das gefällt mir. Aber das Ding ist quasi schärfer, als es salzig ist. Ganz leichte Mango-Fruchtigkeit, aber insgesamt sehr unaufdringlich, um auch ja niemanden zu verprellen. Aber ihr seht, ich bin jetzt schon beim vierten oder fünften Löffel, also ist auch jetzt kein Höllenunfug. Ja. Eine Prise Salz könnt ihr retten. Ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, aber ich nehme noch einen Abschlusslöffel. Es ist okay. Vom Look and Feel möchte ich jetzt nicht sagen, dass das das besonders geil gemacht hat, aber geschmacklich ist es jetzt. In Ordnung. Hühnchen ist mir ein bisschen zu, also zu vorgekaut, möchte ich fast sagen. Habe jetzt aber auch keinen Knorpel-Schwabbel-Angst gehabt. Ich meine, klar, das sind jetzt wieder so, sind das eigentlich geschnittene Stücke aus der Brust, quasi lebendig rausgehackt oder, beim Totentier, oder sind das zusammengefügte Hähnchen? Nö, scheint tatsächlich, ist Hähnchenbrust 20%, nicht verpresst, möchte man sagen. Gut, bei 3,89 Euro möchtest du selbiges aber auch erwarten. Also ist vollkommen okay, aber hat auch einen gewissen Faktor der Langeweile. Nicht, dass das Hühnerfrikassee jetzt so super krass spektakulär wahrscheinlich im Vergleich wird, aber ich mag Hühnerfrikassee. So. Hier haben wir jetzt sehr viel weißes Fleisch dabei. Manche haben ja auch, lieben auch das Graufleisch. Die Champignons sehen ein bisschen aus wie Graufleisch.
Es kommt wieder so eine ganz leichte Weinnote hoch. Aber so eine ganz leichte, und die ist auch nicht immer drin. Vielleicht ist das auch nur das Wunschdecken bei Hühnerfrikassee. Ich nehme jetzt hier mal einen Löffel. Auch wieder eine schöne Mischverhältnisgeschichte versuche ich hinzubekommen. Ziemlich salzig. Beim Hähnchen hast du definitiv mehr Kaualarm. Es hat so eine Nussigkeit. Und da weiß ich jetzt gerade nicht, ob dieser Umstand darauf zurückzuführen ist, dass ich zu schlecht den Gaumenbereich gespült habe, als ich vom Mango zum Hühnerfrikassee gewechselt habe. Oder ob das schlicht hier eingeschrieben ist. Ich probiere nochmal. Ich spüle gleich auch mal so ein Stück ab. Und auch mal so eine 4% eingelegte Champignons. 8% Gemüse. Das sind ordentliche, stramme, kleine Knubbel. Die Hähnchendinger. Also das Faserige kommt da noch gut raus. Finde ich eigentlich ganz gut. Solange, wie gesagt, hier nicht plötzlich Sergeant Schwabbel Hallo sagt. Oder General Ginter. Captain Knorpel, glaube ich, ist beim Hühnchen nicht das Problem. Einen letzten nehme ich noch, einen Abschiedslöffel. Ui. Schmeckt vollkommen in Ordnung. Ich sag mal so, kein Löffel war ein Muss, aber jeder ein kleiner Genuss. Okay, hab schon mal besser gereimt. Aber wir machen nochmal den AB-Vergleich vom Fleisch, auch für euch. Wozu haben wir denn hier den Wasserbottich, wenn wir ihn nicht nutzen? Also, das ist das Hühner. Ich meine, gut, das wird natürlich auch nicht gebraten, insofern ist das ein völliger, ist nicht allzu viel sagen, möglicherweise. Ich spüle hier nochmal ein bisschen die Soße runter. Ah, ich weiß, es sieht nicht lecker aus. Aber ihr wisst selber, lasst die Sendung eine Stunde weitergehen und ich habe noch ein bisschen mehr abgespült. Und ihr kommt abends besoffen um 4 nach Hause und seht diese Schüssel. Wir würden uns alle drüber hermachen, nach einer durchzechten Nacht. So. Was ist also der Fleischknubbel aus dem Hühnerfrikassee? Wir gehen einfach mal hier hin. Und hier haben wir einen. Das sieht natürlich deutlich seriöser aus, ne? Das ist halt so. Nehmen wir den schön mit den Bratspuren. Ja, also. Also, ja. Rein optisch, von der Anmutung her, ne, ist hier die Tatsache, dass man da einfach also man will die, man hat die Sehnsucht nach Röstaromen, die sich durch das Bratbild beim teuren Weight Watchers Hühnchen zeigen. Wenn man hier natürlich nur so gekochtes hat, das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, appetitlicher und seriöser sieht sicherlich das aus, würde ich jetzt mal so sagen. Aber jetzt mache ich nochmal den Solo-Test. Das hat ganz bisschen diesen Süßgeschmack von der Mango irgendwie angenommen. Ansonsten ist es aber auch eine ganz laffe Veranstaltung. Ja. Also das ist schon eine Stufe bissfester. Und wird, glaube ich, geschmacklich letztendlich auch nur in Erscheinung treten, weil es eben begleitet wird von der Frikassee-Soße. Ist jetzt nicht so, dass Hühnchen ja dann den super intensivsten fleischigen Eigengeschmack hat. Also, ja. Also ist beides vollkommen in Ordnung, möchte ich behaupten. Ich würde wahrscheinlich, Sparhannes, der ich bin, und ich will auch satt werden, also oder satter werden als nicht satt, das ist ja die Vergleichsgröße zu satt, würde wahrscheinlich eher zum Hühnerfrikassee gehen, aus ganz persönlichen Präferenzen. Weil ich mir diese Raffinesse, die hier vorgegaukelt wird, die ich geschmacklich nur in Maßen wiederfinde, halt nicht mit 3,89 € verhältnismäßig teuer bezahlen lassen möchte. Wenn es darum geht, hier mit niedriger Erwartungshaltung und noch niedrigerem Kontostand eine Entscheidung an der Supermarktkasse zu machen. Also, wir gehen nochmal an. Das Weight Watchers Chili-Hühnchen ist mit 3... Oh Gott, was ist das?
mit 3,89 € nicht günstig. Kann man einfach mal so festhalten. Bringt uns auf einen 100-Gramm-Preis von 1,11 €. Also Look and Feel. Wenn man das sieht und das bekommt, also es ist super soßig, sonst könntest du es wahrscheinlich auch nicht gut irgendwie warm machen und vielleicht auch, es braucht halt dieses Bad, in dem es vor sich hin faulen kann für die Ewigkeit. Look and Feel mache ich jetzt mal semi, aber die sind beide nur semi. Aber ich meine, Hühnerfrikassee muss halt so aussehen, ne? Hühnerfrikassee muss eher so aussehen, wie das aussieht. Deswegen bin ich hier geneigt, einen Querstrich zu geben, den Medium-Fall. Aber hier für die Endwertung, ich mach's manchmal ganz einfach. Ich mache einfach nur 1, 2 oder 3 Punkte. Hier gebe ich selbstbewusste 2 Punkte. Das war jetzt kein Desaster. Guck mal, ich mal die sogar aus für euch. 2 Punkte von maximal 3. Es ergibt alles Sinn, wenn ihr die ganze Tafel seht. Das ist okay. Also das ist, dafür muss man sich jetzt nicht schämen, aber dafür sagst du auch nicht, ich stehe immer extra noch mal auf und gehe in den Supermarkt, Schatz. Davon ist es weit entfernt. Das Hühnerfrikassee mit 2,29 €, das war auch schon mal im unter 2 € Preissegment. Ich denke, auch hier schlagen die gestiegenen Lebensmittelkosten zu. Oder es wurde an der Tankstelle besorgt. Mit 0,57 € weiß jeder, der sagt, Masse macht den Magen voll, dass man da einen besseren Deal macht. Look and Feel wäre aber auch ein bisschen vermessen, das jetzt gegenüber dem, was wir auf der Packung gesehen haben, mit einer besseren Wertung zu versehen. Das geht nicht. Aber auch hier gebe ich eine 2, weil das vollkommen in Ordnung ist. Aber auch nicht 1000% geil nach oben. Wie viele Punkte kann man maximal kriegen? Man kann maximal 3 Punkte bekommen. Ich will es ganz einfach halten. Ist das nicht ein bisschen zu wenig Range dann? Ach, Johanna, du stellst natürlich jetzt die Fragen, die sich keiner inklusive meiner vor der Sendung gestellt hat. Es ist auch gut, dass wir uns jedes Mal was Neues überlegen. Also Punkte in wirklichen Punkten. Pfeile fand ich auch schon stark, aber wollen wir nicht 5 machen oder so? 5 Punkte? 5 Punkte? Überfordert das unsere Zuschauer da draußen nicht? Da sagen doch die Zuschauerinnen und Zuschauer, meinst du, die kriegen das mit? Nee, das schaffen die nicht, oder? Komm, Johanna, das sind unsere Zuschauer doch. Die schaffen das doch nicht. Die sind doch wie so dumm, die sehen, da können doch nicht mal die Telefonnummer wählen hier. Die werden doch niemals wissen, was 2 oder 5 Punkte. Johanna, ich glaub dir nicht. Glaubst du den Zuschauern, dass sie das können? Ja. Johanna, echt, boah, Mann, ich muss hier die Sendung machen. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Du treibst mich jetzt hier in was rein. Das geht auch von meiner Gage am Ende des Tages. Aber okay, Johanna, du vertraust dem Publikum. Wir gehen mit dir. Wir graden das Ganze ab. Von 3 Punkten gehen wir jetzt auf 5 Punkte, Leute. 5 Punkte. Ja, aber den Jackpot muss erst noch mal jemand holen. Also 5 Punkte machen wir. Machen wir es einfach. Ist scheißegal, was es bedeutet. Wenn wir alle morgen keinen Job mehr haben, weil wir plötzlich auf 5 Punkte gehen, ist es nicht mein Problem. Johanna, du hast es gewollt, aber hey, klar, nur für euch da draußen, weil ihr das beste Publikum der Welt seid. Huh, schauen wir mal. 5 Punkte, ey. Ich krieg schlaflose Nächte und ich weiß genau, ich werde zum Chef zitiert. Aber okay, 5 Punkte, wir machen das einfach, weil wir es können, weil ihr es seid. Grüße gehen raus. Und deswegen, wenn ihr das so geil findet, dann auch vielleicht mal überlegen, hey, der RBSC-Club, wäre das nicht vielleicht was? Der Rocket Bean Supporters Club, der uns so eine Geschichte wie es ermöglicht, dass wir einfach mal sagen, wir geben mal 5 Punkte raus. Wenn ihr Bock drauf habt, Content wie diesen zu sehen, freuen wir uns sehr. Denn ihr tragt dazu bei, dass wir ihn umsetzen können. So, damit machen wir auch schon weiter. Okay, 5 Punkte sind es, wir haben uns geeinigt. Jetzt bringst du mich natürlich in diese Situation. Wir alle wissen, dass 5 Punkte eigentlich scheiße sind. Weil 3 zwingen dich psychologisch, also 3 von 5 Punkten in diese ungeliebte, ja, ich will mich nicht so ganz festlegen. Es ist natürlich vielleicht eher an der 5 dran, aber es ist so schön in der Mitte. Wenn du jetzt 6 Punkte hättest, dann würdest du dich halt selber zwingen, Farbe zu bekennen. 3 Punkte sind ganz klar eher schlecht. 4 Punkte sind ganz klar eher gut. Bei 3 von, das ist so ein bisschen so psychologisch, dass man da so denkt, ja, das ist okay, aber ist so ein bisschen im Niemandsland. Aber wir bleiben bei 5 Punkten. Wir bleiben bei 5 Punkten, Johanna, keine Sorge, ich wollte das Fass nicht aufmachen. Da würde ich jetzt, aber ich kann doch jetzt nicht im Hühnerfrikassee 4, doch, weil ich habe da eine Schwäche. Pass mal auf. Ich mach das jetzt einfach. Hühnerfrikassee ist so eine simple Geschichte, kriegt jetzt 4 Punkte. Das aber wirklich nur 3. 3 Punkte, die wohlverdient sind. Und in einer Welt, in der es nur eine 3-Punkte-Skala gibt, da wären 3 Punkte natürlich der absolute Hammer, wäre der absolute Wahnsinn. Aber in der Welt leben wir ja nicht mehr. Gut, dann machen wir mal hier einmal schnell den Wechsel. Es tut mir sehr leid, dass diese Gerichte natürlich alle am Ende des Tages, da ich sie so esse, wie ich sie esse, in meinem Magen liegen. Johanna, ist das okay oder soll ich sie lieber auf Teller umdrapieren? Aber ist, ganz ehrlich, das ist doch wahrscheinlich niemand, oder? Lass es so stehen. Wir lassen es so stehen, oder? Es tut mir wirklich auch leid, ich werde wirklich nach Kräften
und das könnt ihr mir glauben, werde ich nach der Sendung spätestens hier nochmal ordentlich zufassen. Ich glaube, aber es geht noch weg. Geht? Ja? Okay, dann geht das noch weg. War bis jetzt ja immer so. Da hast du recht, was mache ich mir eigentlich für Gedanken? Aber dann mache ich wenigstens hier die Spüllöffel weg. So, das ist doch was, was wir machen können. Also, die kommen einfach hier rein, kommen da rein. Und wir machen weiter. Oh. Dieser Teller wird für die nächste Mikrowellen. Guck mal, und jetzt sieht das hier auch schon ein bisschen aus wie eine leckere Brüheinlage, ne? Also ein ganz bisschen. So, wer so Rahmen mag, der weiß manchmal nach dem Abschlürfen und nach dem Rausfischen aller Festigkeiten, bleibt sowas manchmal da. Wird dann als delikate Brühe gerne noch für teuer Geld weiterverkauft. So, wir machen weiter. Und zwar mit dem Snacktime-Nudel-Auflauf. Okay, Auflauf, Mikrowelle, kann das gehen? Weiß ich nicht, kriegen wir gemeinsam raus. Und dem Asia Green Curry. Beides von Aldi. So indischstämmige Fertiggerichte, so mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Oder so thailändisch, also so dieses typische. Das sind die beiden Contester, die jetzt sozusagen. So, so ist doch fast perfekt. So, hier noch ein bisschen. Den noch ein bisschen eindrehen, den noch ein bisschen eindrehen. So, Schabauz. Jetzt sehen wir sie beide. Jetzt sehen sie beide gut aus. Gucken wir mal, was kann. Der Auflauf muss tatsächlich ja entweder in den Backofen. Was wir heute nicht tun, denn Mikrowelle ist das Weapon of Choice. 5 Minuten rein. Oh, da habe ich jetzt schon Angst. Nudelauflauf Pizzeria mit herzhafter Salami. Nudeln mit Tomatensauce, Salami und Käse überbacken. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen Sorge. Da habe ich echt schon ein bisschen Angst. Champignons sind drin. Reife Kulturen. Rote Beete. Gut. 5% Käse sind nur drin. Und jetzt seht ihr auch, wo die sind, nämlich in der Packung. Also ein Auflauf kann natürlich, wir wissen alles, wenn es so eine schöne Knusperkrust-Käsekante bekommt, im Backofen liebevoll gegrillt und erhitzt, kann das köstlich sein. Ob das in der Mikrowelle zu erwarten ist, ich zweifle dran. Ballern wir den Boy hier erstmal rein. Wahrscheinlich das Übliche, ne? Hier klopft. Das Geräusch, das kenne ich wirklich seit Kindheitstagen. Ich weiß auch, dass es ein bisschen traurig ist. So, wir gehen hier mal auf die 4 Minuten. Die haben gerade gute Dienste geleistet. Achso, warte mal. Passt mal auf, meine Freunde. Ne, erstmal. Ich mache einmal den Bing. Und ich mache jetzt einmal den Timer. Denn ich wollte ja hier noch den großen Analog-Digital-Test lostreten. Und der sagt mir, geh auf die Uhr von deinem Smartphone, mache die Stoppuhr an und versuche dich bestmöglich hier der 4 auf der Mikrowelle zu nähern. Ich mache auch nur mit einem Auge, damit mein Stereoblick das nicht verzerrt, und los geht der Spaß. Okay, gucken wir mal, wo wir landen, wenn es das erste Mal Bing macht. Und das Green Curry geht in die andere. Ich habe keine Lust, das jetzt mal. Das ist aber nicht Green Curry, das ist eher so Bärlauch-Beige Curry, ne? Also es weicht schon bedeutend ab im Grünton von dem, was ich jetzt erwarten würde. Muss nicht schlimm sein, aber könnte jetzt eben auch genauso irgendwie so ein, ja, keine, geschnetzeltes Tischlerinnenart oder so sein. Also insofern, gucken wir mal. Gleiches Prozedere, 330 Gramm, oh, das ist immer, hat ja anscheinend System. Wie bei Weight Watchers, wenn man sagt, es sind so eher die asiatischen, die etwas exotischeren Fertiggerichte, dann müssen sie auf jeden Fall weniger Gramm haben, weil die Menschen, die uns kaufen, vielleicht sagen, ich will mich nicht mästen. Und dann gibt es natürlich Leute wie ich, die auch gerne das Exotische mögen, sich aber auch mästen wollen. Und dann kommt man da an seine Grenzen. Okay, hier gehen wir dann einfach mal auf die 3,5 Minuten, weil 330 Gramm sind natürlich weniger als 400. Und gucken mal, was im Green Curry denn so drin ist. Circa 4 Minuten. Ja, da ist man ehrlich und sagt circa. Green Curry, Basmati, Wildreis und Hähnchenbrustfilet mit Spinat in Curry-Kokosnusssoße. Klingt aber immer schon mal richtig gut. 39% gegarter Reis. Hier 32% gegarte Nudeln. Was haben wir denn hier drin? Also hier ist unter anderem Austernextrakt, Koriander, Molke drin. Und außerdem 2% Kokosnuss-Milchpulverzubereitung, 3% Spinat. Hähnchenbrustfiletstücke sind hier drin, steht also extra drauf. Und hier haben wir ja Salami halt, ne?
Traubenzucker, alles, was man so möchte, ist da drin in der Salami. Traubenzucker, Senf, Chili, Pfeffer, färbendes Lebensmittel, rote Beete, genau, Paprika, Rapsöl, Zucker, Sellerie, Senf, Stärke, Kräuter, Salz. Ja, bunte Mischung, aber Natriumnitrit, aber jetzt so nicht die üblichen Stoffe, die man heutzutage vielleicht nicht mehr erwarten würde. Gut. Und hier wird es vom SGS Genießerservice in Lage Kronskamp. Wo ist der Lage Kronskamp? 18299. SGS Genießerservice ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Titel für eine Firma. Und die, guck mal! Für diese Snacktime-Produktion aus dem Hause, beziehungsweise im Hause Aldi zu bekommen, ist die Bus Fertiggerichte GmbH zuständig aus Ottersberg. Bus hatten wir ja schon mal. Die mit dem Doppel-S. Die auch diverse Schalen machten, die eher günstig waren und die wahrscheinlich viele von euch. Der Klassiker ist ja diese Cevapcici-Alufolie, also Juvetsch-Reis mit Cevapcici, das ist so der Klassiker. Wo sind wir denn eigentlich? Hier, eine Minute haben wir da noch. Ja, das passt doch besser, als der innere Magen sagt. Ich trage hier aber schon mal nichts ein, weil ich zu faul bin und ich drehe mich lieber noch mal um oder kaufe mir sozusagen so die Wartezeit, verkürze mir selbige. Das habe ich dir eben noch gelobt, ne? Lydia, ich weiß nicht, ob du gerade in der... Johanna, sitzt Lydia in der Regie? Nee. Kannst du mal... Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Das ist doch, wir produzieren hier bis in die Nacht. Für eine gute Sendung. Ja, es tut mir leid, ne, Johanna, tut mir leid. Da kann ich es jetzt auch nicht mehr decken. Also es gibt einfach Grenzen der Seriosität. Und guckt euch meine Uhren, die sagt, es ist kurz 10 vor 3, 11 vor 3, glaubt mir einfach. Es ist nicht 23.26 Uhr, während wir das produzieren. Johanna, machst du einen Termin, ne? Bitte? Okay. Mhm. Ja. Ja, nee, komm, lass den Termin. Schreib mir einfach mal auf, nächstes Mal vielleicht mal... Bisschen weniger schlampig sein? Oder ist das, sagt man das heute so? Das ist meine Challenge, hier die Uhr demnächst einzustellen, richtig. Ja. In Anleitung. Aber hat das auch die nötige Schärfe? Dass man dann sagt, oh, es wäre schön, wenn du die Uhr richtig einstellen könntest, wenn du das Set vorbereitest. Ist das nicht so ein bisschen, muss da nicht so ein bisschen mehr... Stell die Uhr ein, mach deinen scheiß Job oder bye-bye Junimond? Oder ist das zu hart? Mir fehlt da manchmal das Gespür. Hat gebinkt hinter dir. Toll. Jetzt hab ich meine eigene Messung verloren, Johanna, weil du mich aus der Regie vollquatscht. Das ist doch jetzt nicht mehr... Oh Mann, danke. Mann, Johanna, das ist unglaublich, siehst du? So. Spaß. Johanna weiß das. Lydia vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es aber auch... Spaß war auch da. Spaß ist das Stichwort, denn Spaß beim Essen soll er natürlich aufkommen, wenn wir uns den Nudelauflauf Pizzeria mit herzhafter Salami gönnen. Wenn im Auflauf Salami drin ist, das ist sowas, irgendwie ist das für mich so eher was für die, ich komme morgen nochmal wieder, Kantine. Irgendwie, ich habe da ja nicht so Bock drauf, also ja, das, also der hier reingestreuselte Käse, der schreit natürlich, gratiniere mich. Und das ist halt mehr als die normale Mikrowelle, gerade wenn Mikrowelle, wenn man die Kammerschale auch noch foliert, erwärmt, leisten kann. Das muss man an dieser Stelle sagen. Also es ist eigentlich mit Käse belegter Nudelauflauf. Aber ich hätte es ja anders haben können. Aber klar, bei einer Mikrowelle, die 23.28 Uhr anzeigt, weißt du auch nicht, beim Backofen, ob er funktioniert. So, schauen wir mal hier. Ließ sich übrigens gut abziehen fürs Protokoll, aber das habt ihr wahrscheinlich schon selber gesehen. Hm. Ja. Ziehen wir doch mal hier die Folie ab von... Oh... Wässrig werden die Fleischfelsen umspült. Das heißt, die Soße muss einmal durchgerührt werden, um im Bindungsbereich eine gewisse Gleichmäßigkeit zu bekommen. Das Schöne ist, wenn es so große, große Fleischstücke sind, kann man einfach mal zählen. Komm, wir zählen gemeinsam. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. Fünf große Hähnchenfleischstückberge. Fünf!
Und die sind auch, einen will ich gleich mal abspülen. Also. Ich sag's nur, ne? Zählen wir mal hier die Fleischberge, die zu sehen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angeschnitten, 8 angeschnitten, 9, 10, 11. 11 zu 4. Möglicherweise war an diesem Produktionstag die Maschine schlecht justiert. Und jetzt kommt mir nicht mit, naja, das sind ja riesige Klumpen. Das ist ja einer von 5, ja? Und jetzt sagt mir nicht, dass der so signifikant, auch wenn es schwer zu vergleichen ist gerade hier, so viel größer aussieht, dass man sagen kann, ja, das sind ja eigentlich 1,5 Klumpen. Und wenn du so rangehst, kommst du dann zumindest, näherst du dich den 11 angeschnittenen Klumpen auf diesem Teller an. Das sehe ich nicht. Das finde ich schon. Ich wollte gerade so diese Optik, die jetzt zwar nicht so sehr ins Grünliche geht wie hier bei der Bearbeitung mit dem Zierkoriander drauf. Aber ich möchte an dieser Stelle schon betonen, dass da eine gewisse Enttäuschung mitschwimmt. Weil das ist ja auch nur ein Klümpchen hier. Ach, guck mal, hier ist noch ein Zottel. Sorry, ich habe einen vergessen. Es sind 6 Klumpen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Klumpen. Aber das sind immer noch, es ist noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Und wir wissen ja nicht, was in dem nicht sichtbar ist. Da guck mal, das wissen wir wohl. Ja, der angeschnitten. Aber hier ist immer noch eine Ecke vom Bild, die nicht ganz klar. Also, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Finde ich ein bisschen schwierig. Weil den Fleischgenuss, der dir hier suggeriert wird, hast du mit einer Schale, die du kaufst, sicherlich nicht. So, das ist das eine, aber ja, Wunsch und Wirklichkeit, mein Gott. Da kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, was jetzt hier eigentlich das Parameter ist, ne? Die Optik oder die Vorstellung, dass ich mir eine fleischige Üppigkeit eingekauft habe. Und hier ist jetzt der Nudelauflauf, ja, der muss jetzt einfach. Habe ich noch nie gegessen, weil die Salami für mich immer so ein Abturner war. Ja. So kleine Nudelstumpen. So Oregano sieht man noch, Tomatentunke. Oben drauf der Käse könnte ganz lecker sein. Salami hat so eine Strammigkeit, die okay ist. Das ist alles nur ein kleiner Stumpf Nudeln, ne? Ich weiß nicht, wie sie in der Fachsprache heißen. Ich kann mir das nicht merken. Das ist okay. Besser als befürchtet, möchte ich sagen. Also es ist relativ würzig, angemessen salzig. Käse, ich werde jetzt versuchen, mir noch so eine doppelte Schicht drauf zu streuen und dann natürlich durch das Überbacken so diesen gratinierten Geschmackseffekt auch noch zu erzielen. Aber die Salami wahrscheinlich, weil sie so klein geschratzelt ist, ist jetzt kein Angstprodukt hier an dieser Stelle. Aber klar, was sollen hier auch die riesigen Salamilappen reinlegen? Ist okay. Hat eine leichte Anmutung von Kindergericht. Kannst du essen. Ich bin gerade positiv überrascht, dass meine Salamisorge mich über Jahrzehnte lang meines Lebens an diesem Produkt vorbeigetrieben hat. Obwohl es echt recht gut mundet. Dankeschön, lieber Arbeitgeber Rocket Beans und natürlich RWSC, dass es mir ermöglicht, hier kostengünstig mich auf ein Experiment einzulassen, was für mich finanziell keine Nachteile bedeutet. Dankeschön. So macht die Arbeit Spaß. Wir gucken mal weiter. Das war nicht schlecht. Und weiter geht der. Also, ich will meine Enttäuschung über diese 6 Knubbel jetzt nicht den kompletten seriösen Test hier überschatten lassen. Allerdings, ja, es ist schon ein bisschen so. Ich mache auch hier einmal den Kombilöffel. Hier haben wir ja Wildreis und Basmati oder was? Jasminreis? Nee, Basmati. Jasmin und Basmati kann ich auch gar nicht auseinanderhalten, muss ich zugeben. Ich erwarte irgendwie so eine Bärlauchsoße hier, aber es ist natürlich Green Curry.
Es hat diesen typischen, so diesen, ich sag jetzt mal so, Thai-Lieferservice-Curry-Geschmack. Finde ich ganz gut. So was Rahmiges natürlich, was da vielleicht eher so seltener ist. Also so ein bisschen was. Ja, das ist, wird das natürlich die Kokosmilch sein. Das schmeckt nicht schlecht. Ich würde jetzt nicht schwören, dass wenn mir jemand sagt, isst das mal, das ist rotes Curry und ich würde es blind essen, dass ich sagen würde, ja klar. Oder nee, eben nicht, das ist grünes Curry. Was aber nicht schlimm sein muss. Also, da bin ich auch kein Experte, was grünes Curry angeht. Ich bin auch in vielen anderen Dingen kein Experte. Aber grünen Curry besonders. Jetzt mal mit einem schönen Fleischboller. Einmal kurz gequietscht. Muss gekaut werden. Kannst du nicht am Gaumendach zerreiben. Mit dem Dorsum. Es schmeckt nicht schlecht. Ey, das schmeckt gut. Das schmeckt wirklich gut. Das schmeckt richtig gut. Sehr salzig. Ich mag es aber eher salzig. Nur für Leute, die sagen, oh Gott, so viel Salz kommt mir nicht in den Hals. Die sollten vielleicht überlegen, ob sie das Ganze verwässern. Also die Enttäuschung über die 6 Fleischboller, was soll ich sagen, die fährt mit bis zum letzten Löffel. Aber die Überraschung, dass das wirklich sehr gut schmeckt, relativ intensiv schmeckt, ich nehme nochmal was. Weil Fertiggerichte sind ja auch gerne so von Johann Laffer, dem Laffkoch, abgeschmeckt. Gar nicht so schlecht, den Witz hätte ich nur ein bisschen besser vorbereiten müssen. Die Hähnchenstücke haben eine Faserigkeit, so wie man sie erwarten würde. Sind nicht zu weich, sind ein bisschen kaulastig. 330 Gramm reichen jetzt nicht zwingend, um eins richtig satt zu machen, aber schmeckt gut. Und es hat definitiv ein Bein auch in dieser typischen thailändischen Geschmacks-Curry-Küche da irgendwie. Und das ist gut. Ich möchte sagen, das ist bisher das Beste, was ich gegessen habe. Also es ist überraschend kräftig, weil wie gesagt, es ist sehr ungewöhnlich, dass man das Gefühl hat, ich kann mir hier noch, sagen wir mal, 50 Gramm, also Trockengewicht Reis dazu kochen und habe immer noch genug Soße. Das ist eher nicht typisch. Und deswegen finde ich das sehr erfreulich und möchte es auch als positives Merkmal hier hervortun. So, beides gute Überraschungen. Da scheint sich einiges getan zu haben. Aber es sind natürlich auch die gekühlten Gerichte. Insofern haben wir ja gleich noch so ein paar Kandidaten, die eben für die Ewigkeit eingeschweißt sind und bei allen Temperaturen gut durchhalten. Wir schreiten noch einmal zur Tafel. Snacktime-Nudelauflauf von Aldi. Mit 2,29 €. Das sind wieder die unabgesprochenen Discounterpreise. Das ist ein Produktsegment und das kostet bei Aldi dann genauso viel offensichtlich wie bei Gut und Günstig, auch wenn Hühnerfrikassee und Nudelauflauf auf den ersten Blick und auch auf den zweiten nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Das macht einen Preis von 57 Cent für 100 Gramm Inhalt. Look and feel. Ja, ist schon okay. Also der Look and Feel geht für mich hier nach oben. Vor allem, wie gesagt, wenn man es überbacken würde, dann würde der Käse natürlich auch seine Trumpfkarte besser ausspielen können. Das habe ich ihm hier versagt. Und hier gebe ich mal, einfach echt, ich bin sehr positiv überrascht und zücke hier mal die 4 Punkte. 4 Punkte, meine Damen und Herren. Das ist gut. Ich bin überrascht, wie gut wir hier, geschmacklich meine ich natürlich, durch die Sendung galoppiert bekommen. Also mal schauen, was da gleich noch kommt. 2,49 € kostet das Asia-Huhn. Und weil weniger Füllgewicht drin ist, ihr habt natürlich aufgepasst, schlägt es mit 75 Cent pro 100 Gramm deutlich kostspieliger zu Buche. Look and Feel, ich gebe auch mal den Querboy. Also weil es farblich natürlich nicht ganz abgestimmt ist, ist aber okay. Aber es einfach zu wenig Fleisch auf dem ersten Blick ist und auch auf dem zweiten, wenn man genau guckt. Da kann ich jetzt auch nur den Querstrich geben. Geschmacklich aber gibt es ebenfalls die 4 ausgemalten Punkte. Jetzt strafe ich mich selber dafür, geistig, dass ich mir diese Mühe mit dem Ausmalen machen muss. Und ich behalte mir hier vor, je nachdem, ob noch was Besseres kommt, die ganze Skala will ja genutzt werden, ihr kennt mich, behalte mir hier vor, eventuell noch einen 5. Punkt zu zücken. Und während ich jetzt
schnell die Mikrowelle mit den weiteren Produkten bestücke. Und das wären das Obento Sweet and Sour und das Rewe Putenbrust geschnetzelte. Während ich das tue, genießt ihr einen qualitativen Edelspot aus unserer Manufaktur. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Mikrowelle Bing macht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Löffelmessergabel Back to the Roots. Das Mehrkammer-Testen geht weiter. Ja, Gamescom, ich freue mich wahnsinnig drauf. Bald ist es soweit. Wäre schön, wenn ihr auch vorbeikommt, denn wir haben eine eigene Bühne. Und ich habe schon, so viel kann ich sagen an dieser Stelle, im Programmplan gesehen, den ich ein Stück weit auch selber mitbestimmen darf in diesem Jahr. Wir werden auch wieder ein kleines Löffelmessergabel aus Köln live von der Messe machen, natürlich gut eingefangen von den Kameramenschen unseres Vertrauens, die dann auch scharfe Bilder zu dem scharfen Inhalt liefern. Ja, und gucken wir ein bisschen da vor Ort, ne, was sich da vielleicht getan hat. Welche Köstlichkeiten oder auch überteuerten Wirkfraßgeschichten da angeboten werden. Das alles im Rahmen der Gamescom-Berichterstattung. Ich freue mich sehr darauf. So, und jetzt habe ich es gerade schon angedeutet. Wir haben einmal Obento Sweet and Sour Udo Noodle Bowl. Schalalalala with Sweet and Sour Sauce. Shallot. Sesame Topping, Microwave. Wo kommt das denn her? Also, bei uns sind es Udon-Nudeln süß-sauer in Schale, aber in den Niederlanden bekannt man es als Zerzure Udon-Nudel in Com. Was ist, wo kommt das denn her? Was ist denn dieses Produkt? Das ist doch definitiv, also wenn es nur Englisch draufsteht und teilweise Deutsch, dann ist das niemals ein Produkt, was konventionell im Supermarkt mit Standardsortiment zu finden ist. Was umso erfreulicher ist, denn dieses Ding muss augenscheinlich nicht gekühlt werden. Oh. Ich hatte mal so eine absolute Albtraumerfahrung, als ich mir bei Penny auch mal ein ungekühltes, asiatisch schmeckendes Udon-Nudelgericht gekauft habe. Vor 2 Jahren. Und das war so scheußlich. Das war wirklich so, das war so Essen fürs Feld. Nur stellt euch einfach vor, nicht die Bundeswehr hat es in Auftrag gegeben. So Schröck und ich haben das ja auch mal getestet und da waren durchaus ganz wohlschmeckende Geschichten dabei. Sondern das hat irgendwie General Ginter und die Schlumpfhausen-Armee haben gesagt, egal, pack irgendwas rein. Das war wirklich wirkreflexartig selbigen erzeugend. Deswegen bei ungekühlten Gerichten mit so Nudelbasis, da ist das doch schon eher wieder so ein Ausflug ins Wurmland. Ah, oh, ja, muss auch noch selber für Ich weiß genau, dass Tim Heinke jetzt wahrscheinlich da sitzt, der das ja liebt, diese Nudeln, mir wieder unterstellt, dass ich hier parteiisch allein optisch mich in einem kulinarischen Kreis bewege und ihn schlecht rede, weil ich mich nicht so gut darin auskenne. Das stimmt aber nicht. Aber auch das hier ist ein ungekühltes Gericht. Ah. Oh. Das ist wieder so, das mache ich jetzt stellvertretend für uns alle. Auch für mich, aber vor allem für euch. Hier kann ich jetzt mal meinen eigenen Wunsch, satt zu werden, zurückstellen, weil ich einfach mit dem Schlimmsten rechne. Gut, also Inhalt rausnehmen, 2 Tablespoons Water und die getrockneten Gemüse in die Schüssel geben. Nudeln dazu, mit Soße covern. Und dann in die Mikrowelle auf High Power für 2 Minuten. Und dann wird es gemischt. Gut, dann machen wir das doch mal. Das ist jetzt natürlich eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe. Aber auch eine für die Müllbeseitigung. Ne? Das ist dann hier auch noch mal eine andere Nummer. Also, aber kann man natürlich wieder verwerten. Wir haben die Plastikgabel, weil wer unterwegs natürlich sagt, hey, die Mikrowelle, an die habe ich gedacht im Park.
Aber die Gabel, die habe ich vergessen. Für die ist das gemacht. So, also, wir sollen zuerst 2 Tablespoon. Das sind Esslöffel, ne? Würden wir alle sagen. Esslöffel ist auch ein geiles Wort. Wo habe ich denn Esslöffelwasser? Ach da, das machst du doch mal so. Ab ins Glas. Tablespoon 1. Ich hatte mal so einen Chemiebaukasten als Kind. Ah! Und wollte gerade sagen, ich habe mit Salzsäure experimentiert und weil ich fahrlässig an irgendein Computerspiel gedacht habe, habe ich mir selber über die Hand gekippt. Der Teil der Geschichte ist nicht wahr, der erste schon. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich ihn dann gelangweilt in die Ecke gepfeffert habe. So, irgendwann, nachdem irgendwie so zwei Dinge, die konntest du zusammenmischen oder das leichteste Experiment und dann haben die irgendwie gequalmt und die Farbe geändert, das war geil. Aber irgendwann waren die Zutaten, die in dem Kasten mit drin waren, weg und meine Ambition, irgendwie mehr als eine Anleitungsseite zu lesen, nicht vorhanden. Und damit ist das große, sicherlich eigentlich sehr erfolgversprechende auf dem Papier-Konzept Colin wird Naturwissenschaftler sehr, sehr jäh zum Ende gekommen. Gut, wir machen weiter. Also, das haben wir drin, jetzt kommt das Gemüse. Ist das 2 Säckchen Gemüse? Also irgendwas Trockenes drin, was wahrscheinlich durch Feuchtigkeit nicht mehr diesen shaky, shaky, shaky Sound hat. Mm-hmm. Ah, Macarena, oi! Nee. Oh Gott, schrecklich, können wir das bitte rausschneiden? Also, das wird das schon sein. Hier steht nur das getrocknete Gemüse. Und weil auf den Packungen nichts draufsteht, außer WG16.8 und Schal19.5, gehe ich einfach mal davon aus, dass das eine nicht zum Trockengenuss als Nachspeise gedacht ist. Das sagt noch gar nichts. Also ich weiß, ihr habt gerade kurz gedacht, warum geht Colin denn jetzt zum Aquarium und füttert die Fische? Aber hey, halt stopp. Nur weil es optisch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Großtechnisch eher weniger. Ach, fuck. Es geht. Das sind natürlich, die sollen da noch nicht rein. Das sind die. Das steht bei Schritt 4. Ihr könntet das aber auch so für jeden Narren ein. Ach Gott, ja gut, steht Veggie drauf. Das heißt natürlich, das weiß ich, Vegetables, das sind die, ist das Gemüse. Und ich habe jetzt. Man hätte es aber noch narrensicherer machen können. Aber warum die Schuld auf andere schieben, wenn man sie auch bei anderen suchen kann? So, jetzt packen wir die Nudeln drauf. Oh, und dann die Soße. Also das sieht doch wirklich, das ist doch eher was für aus dem Anglerbedarf, oder? Also, da kommen schlimmste Erinnerungen an besagtes Penny. Das war so ein Erdnuss, so eine Erdnusssoße und dann in die Mikrowelle so eine Snackbox-artig und man dachte, wow, geil, cool. Endlich habe ich Asia-Snackboxen für zu Hause und es schmeckte so scheußlich. Oh, das riecht auch wirklich wie im Bürobedarfsladen wieder. Wie, welche DIN A4 Pappe brauchen Sie in welcher Farbe? Oh. Oh. Gehirn. Ich bin nicht so frohen Mutes, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, jetzt kommt noch das Zeug hier drauf. Allein den Aufwand, den man hier betreiben muss und den Müll, den man produziert, ist hier natürlich außerordentlich. Und das Ganze für 240 Gramm. Sollte ich doch jetzt, ne? Nicht, dass ich wieder einen Fehler mache. Ja. Cover with Sauce. Ich muss gleich mal so probieren. Den letzten Rest zuzle ich mir gleich mal aus der Packung. Ja, ist auch nicht raffiniert. Aber gucken wir mal. So, jetzt das Ganze. Nein, nur leicht covern. Leicht covern.
Gut, dass wir kein Udon-Nudel-Special hier haben. Das würde wieder sehr lange dauern. 2 Minuten Vollpower. Alter Verwalter, ich schwitze jetzt schon vor Anstrengung hier. Oh, 2 Minuten. Und bei der anderen Mikrowelle mache ich gleich den Test, den mir eben Johanna versaut hat. Den Uhrenabgleich. Full Power, stopp. Full Power ist 800 Watt. Und das gucken wir mal. Gut, derweil schicken wir das Putenbrustgeschnetzelte mit Nudeln aus der Rewe beste Wahl. Also wir wissen, dass ja im Rewe-Klassement gibt es bei den Eigenmarken ja, wie heißt das nochmal, das billigste von Rewe. Die Shebo-Serie, ich weiß nicht, die hat auch einen Namen, also die Discounter-Linie. Und dann gibt es hier eben noch die 1 höherwertige Variante, die beste Wahl. Wo man sagt, zwischen Markenprodukt von extern und Rewe gebrandetem Eigengezücht gibt es eine preisliche Unterscheidung, die unter Umständen geschmacklich sich aber nicht wiederfinden wird. 800 Watt sollen es sein, wir machen ja einfach mal voll Power, weil es eben an sich ein Mikrowellengericht ebenfalls aus der Kühlung ist. Die Udon-Nudeln nicht, das sei nochmal fürs Protokoll gesagt. Ja, Strich 4, ne? Gucken wir mal. Ungefähr, was dabei rauskommt. Also bei den Nudeln habe ich jetzt wirklich ein bisschen Sorge, dass einfach die gute Laune mit dem guten Geschmack das Studio verlässt. Oh. Ach, gut, aber vielleicht ist es ja auch total geil. Die Plastik, die nehme ich mal zur Seite. Die wollen wir gar nicht hier mit ins Feld führen. Die beiden Spüllöffel kommen da rein. Was haben wir denn noch vor uns? Oh, wir haben gleich noch Chili con Carne. Wir haben noch Kassler. Rind. Fleisch aus der Keule, Kartoffelgratin, rotes Thai-Curry, vegetarisch oder vegan sogar, Huhn süß-sauer und ein Nachtisch, holländische Poffertjes. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei heute wie abschneiden wird. So, wir legen sie einmal kurz hier hin, in der Hoffnung, dass es gleich Bing macht. Den Sesam, das ist natürlich ärgerlich, der geröstete, angeblich geröstete Sesam, meine Lieben. Also ganz so geröstet sieht er jetzt nicht aus, aber... Lassen wir mal 5 Grad sein. So, da kommen auch die... Eieieiei. Ich weiß, ich muss es noch umrühren, aber so sieht es ein bisschen aus, wie ne, du bist einmal mit dem Kescher durch den Weiher gegangen. Na gut. So, das will ich aber auch ganz genau wissen. Wann soll man die erst mischen und dann die... Oh Gott. Ah. Da habe ich echt wenig Bock drauf. Es sind aber auch optisch einfach keine attraktiven Nudeln. Wenn du wirklich das Gefühl hast... was ist es, ein Lebensmittel oder etwas, was man im Erste-Hilfe-Buch nachschlagen kann? Also. Hier in der Regie ist das unser Favorite. Was? Ja, aber genau das hier, liebe Regie, oder nur allgemein? Nee, genau das. Weil es so geil aussieht oder weil ihr alle eure Erfahrungswerte damit habt? Teils, teils. Aber es sieht doch Hammer aus. Ja, jetzt sieht's besser aus, gebe ich zu. Aber vorhin sah das schon schäbig aus, komm. So. Jetzt habe ich fühle mich natürlich vom Druck der Regie. Man sagt ja auch immer, die Regie ist quasi der strengste Juror einer jeden Sendung. So. Und jetzt soll ich ihr das Johanna wahrscheinlich in so einer kleinen Schüssel darreichen, ne? Mit Stäbchen. Noch ein bisschen Koriander drauf. Und ein bisschen Koriander drauf. Dann frage ich dich, hast du schon online bezahlt? Dann sagst du, nee. Dann sage ich, dann mach das bitte 7,50 Euro. Und du sagst, den Rest können sie behalten. Und ich stecke mir den Zehner in die Tasche, ne? So läuft's. So. Also, es sieht jetzt deutlich besser aus. Nicht, weil die Regie mich jetzt dazu genötigt hat, sondern es sieht in der Tat deutlich besser aus. Es hat jetzt, also deswegen, das ist einfach wie... Das ist, als wenn dir einfach Teile von einem Körper liegen und du sagst, was, so ein hässliches Bein. Und du sagst, ja, Moment, der muss ja erst zusammengesetzt werden. Und dann sagst du, stimmt,
Frankensteins Monster ist wirklich ein richtig hübscher Kerl. So, deswegen nicht zu vorschnell urteilen, sondern einfach mal gucken. Sieht jetzt ganz, ganz gut aus. Gebe ich zu. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier geschmacklich reinkommt. Aber ich kann nicht umhin, die ganze Zeit das Gefühl zu haben, bei diesen Nudeln oben gucken mich Augen an und unten kommt Erde raus. So. Es riecht auch so. Also es riecht nicht so, wie ich es mir wünschen würde, aber... Mhm. Naja, also die Sesamdinger sind ja ein bisschen der Kaukicker, im wahrsten Sinne. Da kommt diese Knupsigkeit durch. Wenn man die zu früh reingegeben hätte, wäre das natürlich komplett verwässert, sozusagen. Dann hätten sie ihre Knackigkeit verloren. Nudeln schmecken okay. Das ist so eine ganz leichte Schärfe schmeckt man, aber die ist eigentlich ist es eher im homöopathischen Bereich. Es ist halt so eine typische Süß-Sauer-Tunke. Oma hätte da jetzt noch Frikadellen reingemacht, aber Oma sitzt ja nicht neben mir am Tisch, nur in meinem Kopf. Ja, Oma, Entschuldigung, ich wollte dich nicht bloßstellen. Ja. Ja, es schmeckt okay. Also tatsächlich schmeckt man von diesem Raspelgemüse, wenn du richtig drauf beißt, zermalst und sozusagen im Mundraum die Chance entsteht, ein gewisses Aroma sich zu entfalten, dann schmeckt das ganz gut. Also es schmeckt tatsächlich ganz gut. Es schmeckt tatsächlich ganz gut. Auch wenn es seit 2 Tagen abgelaufen ist. Grüße gehen raus an Ede. Schmeckt gut. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Süß-Sauer-Fan, aber ist okay. Süß-Sauer hat halt gerne so was Ordinäres irgendwie. Ich meine, ich mag es auch manchmal ordinär. Was soll ich sagen? Aber ja, okay. Wirklich nicht so schlecht. War nicht so schlecht. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und Besseres bekommen. Reicht es vielleicht nicht, um das als Quote sich teuer... das habe ich schon wieder vergessen. Ihr seid schuld, weil wir zu lange darüber geredet haben, dass ihr das total geil findet in der Regie. Mann, ey. Machen wir gleich besser. Ja, jetzt schauen wir noch mal, was das Putengeschnetzelte kann. Ja, das kommt jetzt hier raus. Na, schauen wir doch mal. Das ist ja eher so meine Grundrichtung. So geschnetzeltes mit Nudeln in so einer Champignon-Rahmen, sowas finde ich immer geil. Bin ich immer für zu haben. Also oft und oft auch nicht begeistert, aber grundsätzlich sage ich, yo. Ja, hier sehen wir ein bisschen potenziell, dass möglicherweise die Ausgewogenheit der Beilage nicht unbedingt zum Sättigungsgrad beiträgt. Was aber, schauen wir mal, was das bedeuten muss. Rahmsoße ist so eine Geschichte. So eine Rahmsoße kann wirklich köstlich sein. Schaffe ich auch Rahmsoße. Es gibt so ein bisschen, wirklich manchmal so, dass man denkt, ich will den Teller auslecken und stehle mich noch in die Küche und will das Rezept am liebsten mitnehmen. Oder es ist auch wie so ein ganz ordinäre, hat irgendjemand so Brühe und Sahne einfach verbunden und sagt, ja, das ist halt Rahmsoße, sieht doch braun aus. Das stimmt, aber es entspricht oftmals einfach nicht dem, was man machen kann. Rahmsoße ist nämlich auch für manche sicherlich so die schnell angerührte Standardsoße, die man über vieles und zu vielem essen kann, aber sie hat auch Möglichkeiten, sich wirklich in die Top-Liga der Soßen zu spielen, je nachdem, wie gut das Rezept ist und wie viel Liebe man da hinein investiert. So. Gucken wir doch mal. Ja, das war jetzt schon wieder so. Will noch nichts sagen. Sehr soßig das Ganze. Klar, die Zierpetersilie fehlt. Ordentliche Fleischeinlage. Möchte man jetzt nicht sagen, dass hier am fleischigen Ende gegeizt wurde. Sieht ganz okay aus. So, die Nudeln, klar, die kann man so ein bisschen auseinanderfutzeln. Teilweise springen sie auch freiwillig schon ins Wasserbad. Ich gucke noch mal einmal, was die Verhältnismäßigkeiten angeht. 400 Gramm haben wir hier. 32% gegarte Nudeln. Aber 400 Gramm ist auch sowas, davon bist du auch nicht satt.
Aber wenn da zwei von ist, dann ist es teuer und schmeckt dann auch einfach nicht so geil. Also, erstmal ein bisschen durch die Soße schlürzen hier und gucken. Meine Hoffnung, dass es eine köstliche Rahmsoße ist. Hallo? Hallo? Ich hätte schwören können, da war sowas wie Geschmack drin. Aber habe ich mich wohl verhört. Hm? Also wenn man überlegt, wie intensiv die grüne Currysoße war, ist das jetzt wirklich so wie verwässert. Als ob man hier einfach eine akzeptable Basis hatte und dann kam irgendwie so jemand aus der Firmenzentrale und alle hatten Angst davor in der Testküche, weil sie sagten, ey, so ist es gut, so schmeckt es uns allen. Naja, so können wir es anbieten. Und der sagt, nein, wenn sie das Ganze noch mit 50 Milliliter Wasser strecken, können wir das Gewicht dadurch erhöhen und damit auch den Preis. Und die Köche sagen, das gibt es nicht. Sie machen uns alles kaputt. Das ist so wie der, ihr kennt das schon, wie der Haiforscher, der den Bürgermeister davor warnt, die Strände frei zu machen, bevor die Touristen die Stadt wieder bevölkern. Und der Bürgermeister sagt, es interessiert mich nicht. Die Touristen bringen uns das Geld. Und wir wissen, wie diese Geschichten enden. So nämlich auch hier. Jetzt gehen wir natürlich zum Fleisch über, deswegen muss ich jetzt zum Löffel greifen, weil das Ganze so wässrig ist. Sieht auf den ersten Blick schön attraktiv gebunden aus, durchaus. Dem möchte ich nicht widersprechen. Also ich sehe, was ihr denkt. Lese es teilweise auch, aber dann ist diese Sendung natürlich schon gelaufen, weil wir nicht live sind. Aber hier fehlt einfach ein bisschen die Intensität. Das ist jetzt auch nicht nur eine Frage des Salzes. Das ist schon so ein bisschen. Also das Putengeschnetzel schmeckt auch mal nach nichts. Und wenn ich sage, in diesem Fall nichts, meine ich auch nach nichts. Es hat eine ganz komische, so eine Süßbasis und keine Würzbasis. Irgendwie, das hat irgendwas Süßes, was ich. Ja, also man kann doch erahnen, dass da irgendwie mal so ein paar Pfefferkörner sich durch die Soße geschlängelt haben. Aber die haben auch schon längst bye-bye gesagt und nur noch ein ganz bisschen vom Abrieb dagelassen. Das ist ganz leichte pfeffrige Note. Ansonsten viel zu dünn und wässrig. Kannst du nicht bringen. Schmeckt nicht schlimm. Aber wenn die Pfeffrigkeit das Einzige ist, was das Würzaroma produziert, dann ist doch, sagen wir, ist der Pfeffer kann dann eben auch nicht glänzen alleine. Stell dir vor, du reist mit deiner Tourengruppe zur Olympiade und am Ende heißt es, ja klar, du an den Ringen, du musst es rausreißen. Und du denkst, ja, wo sind denn die Tauzieher und die Boxspringer? Und du guckst nach links und rechts, sie sind gar nicht mitgekommen. Aber sie wurden dir versprochen. Da möchte ich da auch nicht am Barren stehen. Hm. Ist nicht schlimm. Hat aber auch so eine Quetschfleischqualität. Da muss ich mal gucken. Das geht mir nämlich zu unseriös gerade auseinander, das Fleisch im Mund. Hm. Mhm. Wo steht es denn? Hä? Ja, komm. Oh. Putenfleisch gewürzt. Putenbrustfleisch. Aber das hat nicht. Das wirkt nicht wie das gewachsene Stück, sondern eher wie das gepresste Stück. Und neu zusammengefügt. Mhm. 100 Pro. Also die wurden nicht aus dem Körper des Tieres geschnitten und in die Pfanne geworfen, sondern die wurden zusammengefügt. Tut mir leid. Wenn das die beste Wahl ist, liebe Rewe-Produktabteilung, dann möchte ich nicht die durchschnittliche Wahl, geschweige denn die, sind wir selber nicht stolz drauf, Wahl probieren. Also, sieht gut aus. Es ist auf den ersten Blick ausreichend Soße da, aber wenn die Grundrezeptur der Laff ist und das Nachsalzen komplett dem Konsumenten überlassen wird und es nicht nur am Salz liegt, das möchte ich an dieser Stelle nochmal wirklich eindringlich betonen, dann hätte man hier einfach ein besseres Produkt machen können und diese Verantwortung, den müsst ihr euch in den Testküchen ankreiden. Und nur weil ihr drauf schreibt, schmeckt wie bei Muttern, gut, in meinem Fall mag das auch stimmen und das ist wahrlich nicht als Kompliment gemeint, heißt das noch nicht, dass es auch der Fall ist. So, also da muss ich jetzt mal auch mit kritischer Stimme selbige erheben und sagen, nee, also geht besser. Und es wäre leicht, es besser zu machen.
Weil eine gute Rahmsoße in einem gekühlten Gericht kann nicht Hexenwerk sein. Mit dieser, also, das ist eine Minimalforderung, die man doch wirklich in einem Land der Rahmsoße einfach mal stellen darf. Ich fange ja auch schon an, aufzustoßen, was nicht zwingend der Champignonsoße anzukreiden ist. So, aber weil ich langsam satt werde, müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Also der Hunger darf nicht schneller weg sein, als ich aus... Ja, vergesst es. So, wir machen erstmal zur Tafel. So. Ah, nee, das ärgert mich. Das hätte Potenzial für den Thron gehabt in der Theorie bei mir. Nudeln, Rahmsoße, geschnetzeltes, count me in. Und jetzt sage ich, naja, komm nächstes Jahr nochmal wieder. Wie bei so einer Castingshow. So, das hatten wir für... das Obento kostet immerhin 2,99 und ist entsprechend mit 1,25, und ich spoilere jetzt schon mal den Rest der Tafel, das teuerste Gericht. Look and feel. Wenn man bereit ist, und das ist hier in diesem Fall kein Serviervorschlag, sondern eine zwingende Zubereitungsvorgabe, wenn man bereit ist, den Weg zu gehen, dann bekommt man das Produkt so, wie es in der Bowl aussieht. Und da muss ich dann sagen, das ist gut. Dass du dazwischen eben einmal irgendwie Trockendings hast und Würmlinge und irgendwie so eine Quetschsoße dir rausdrückst. Das will ich jetzt mal nicht weiter. Das überlasse ich euch, aber das kann ich hier nicht einfließen lassen, weil, wie gesagt, zur Zubereitung gehört es ja, es so darzureichen. Und weil das nicht schlecht war, aber jetzt auch nicht so, ja, komm. Jetzt komme ich nämlich wieder in die Grenzbereiche des Votings. Ehrlich gesagt. Ja, doch, kann man machen. Komm, kannst die 4 geben, weil ich bin echt positiv überrascht. Kommen wir zum Rewe. Ja, 3,49 €. Absolut gesehen ist wirklich, ich glaube, das Teuerste daran war wirklich der Marketingkniff, das Ganze beste Wahl zu nennen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil dafür ist es einfach. Also da kann man doch nicht stolz sein. Ich sehe jetzt der Herrn Rewe da irgendwie sitzen und denkt, ja, wir haben alles richtig gemacht. Look and feel war gut. Also das ist auf dem Teller, kann man nur sagen, ja, passt schon. Die Farbe, Fleischeinlage, das war alles schön. Aber dieser Geschmacksmangel, der kann sich letztendlich dann auch nur in 2 Punkten niederschlagen. Hätte ich nicht gedacht, dass die beste Wahl gerade den Kellerplatz einnimmt. Ja, was soll ich sagen? Ich bin genauso empört, überrascht, erzürnt, traurig wie ihr. Und wir gehen weiter und machen jetzt mit dem Penny Ready Chili Con Carne und dem Chef Select Kassler. Oh Gott, es gibt auch noch Kassler. Da haben wir das Chili Con Carne. Da müssen wir natürlich uns sehr viel dazu denken, wenn wir den Serviervorschlag uns angucken. Und was hatten wir jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Ist wahrscheinlich runtergefallen. Ja, das Kassler. Chef Select, das ist sozusagen, das kenne ich aus Erfahrung, das ist ja die Premium-Marke von Lidl. Die haben eine Billigmarke. Die er eben in diesem Snacktime-Segment von Aldi und so rangiert. Und eine Premium-Marke, da muss er dann mal 50 Cent mehr bezahlen. Also immer noch im Rahmen des Erträglichen, aber deswegen steht Chef Select drauf. Und man hat gehofft, mit einem reduzierten, farblich und designtechnisch reduzierten Design, das Ganze auf so eine edle Stufe zu heben, geht für mich nicht ganz aus. Hat immer noch so ein bisschen die Anmutung von jemand, der nicht wirklich weiß, wie edel reduziert geht, hat das Ganze designt. Also es hätte sozusagen ich sein können, aber das ist ja auch nicht mein Job. Oh, jei, 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 jei. Guck dir das an hier, wie da der Püree durch die Kammer rutscht. Na gut, es ist kalt. Da liegt die ordentliche Kasslerscheibe gut durchwachsen auf einem Bett aus Sauerkraut. Bedeutet im Umkehrschluss, werde ich mir nachher ein bisschen mit der Rahmsoße versuchen, das Ganze zu einem harmonischeren Erlebnis zu strecken, oder bleiben wir dabei, was es ist? Auch hier wieder, beide werden parallel antreten. Ich gehe davon aus, dass die Folie auch hier nicht abgezogen werden muss. Mehrfach einstecken, 8 Minuten. Das wage ich zu bezweifeln. 5 Minuten bei 800 Watt. Wir machen es trotzdem. Und jetzt machen wir das, was ich mir schon seit 1000 Jahren vorstelle. Oder genauso sei seit 1,5 Stunden, seit diese Sendung geht. Nochmal wird der Timer gesetzt. Nochmal die Hoffnung mit angeschoben. So, 4 Minuten laufen. Und dann, irgendwas stinkt hier. Und ich bin's nicht. Hoffe ich. Vielleicht war das auch das Kassler. Ja gut, Sauerkraut ist natürlich auch was sehr intensiv ist. So, von dem, was wir hier vorne sehen, fehlen uns natürlich sowohl die Sour Cream als auch die Tortilla-Chips. Bei dem Rest passt es schon. Chili con Carne mit gegartem Rindfleisch und Reis. Ein Klassiker.
der gekühlten Fertigkost. Und hier haben wir mit 400 Gramm ebenfalls theoretisch ein fünfminütiges 800 Gramm Abenteuer. Haha, hier sagt man aber, hey, mir reichen 600 Watt für 5 Minuten. Wer hat recht? Finden wir es raus. Aber das bedeutet einfach, ich will mir ja wie gesagt auch den Mund verbrennen, dass es ein wenig warm sein darf, aber nicht kochheiß. Und ich glaube, hier muss ich schon mal ein bisschen rüberräumen. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Wenn man das jetzt so aufstellt hier alles, hat das so ein bisschen was von, du gehst in die Kantine und suchst dir irgendwie ein Essen aus und denkst, oh, heute mal Reis, heute mal gut bürgerlich. Oder nehme ich mal die exotischen Nudeln. Oh, mal gucken, sieht alles gut aus, was empfiehlt der Wirt. Der sagt nichts, weil der natürlich einfach schweigt und sich freut, wenn alles abverkauft wird. Ja, das Kassler mit Sauerkraut und Püree. 42% Kartoffelpüree, also der mengenmäßig größte Anteil. 38% Sauerkraut mit Hinterschinken. 7% Hinterschinken. Ah, Leute, ich sag's euch, ich habe da ein bisschen Angst. Das ist wieder so ein Fleisch, wo mir zu viel... Ich sag mal, mir ist zu viel Füllstoff zwischen dem eigentlichen Fleisch. Und da bin ich ein bisschen picky. Leute, die mir die Sendung schon häufiger gucken, wissen das. Dass Captain Knorpel und Co. nicht einfach nur Fantastereien sind. Sie haben sich selten sehen lassen in letzter Zeit. Aber hier, wenn ich diese marmorisierten, ja, mein lieber Freund, so sehr ich dich mag, so wenig mag ich dich im Mundraum. Ja, dieses durchzogene Kassler zwischen gut durchzogen und durchzogen, dass du das Gefühl hast, es sind mehr Autobahnen als Städte, die von den Autobahnen verbunden werden, anteilig da. Wie habe ich den Satz begonnen? Eben jedenfalls ist das nicht gut. So, davor habe ich Angst. Bisher war alles gut, aber jetzt kommt so im Mittelteil, kommen jetzt echt so Dinge. Kartoffelgratin, das ist doch nicht für die Mikrowelle. Ich lunze da gerade mal rüber. Kartoffelgratin ist doch was für den Backofen, oder? Ich meine, es steht Gratin drauf. Ja gut, kannst du auch in der... Na gut, wir gucken... Einfach, was das Leben für uns bereithält. Und sehen, dass meine Uhr jetzt gerade 3 Minuten geschlagen hat. Und hier, so sehr bin ich jetzt nicht verrutscht. So sehr bin ich jetzt nicht verrutscht. Also, das war ja ein bisschen nach Gefühl. Das könnte hinkommen, 3 Minuten. Das Chili ist schon fertig. Und jetzt muss ich es natürlich mal durchlaufen lassen. Und gucke mit einem Auge auf meine Uhr, höre mit einem Ohr auf das Bing und meine anderen Sinne nutze ich, um diese Folie hier ebenfalls. Was ist denn passiert? Haben die alle meine Klagelieder der letzten Folgen gehört und entsprechend eine Produktverbesserung umgesetzt? Weil auch diese Folie lässt sich wirklich verhältnismäßig widerstandslos und rückständefrei abziehen. Das ist für mich eine erfreuliche Entwicklung in diesem Segment. Und während meine Handyuhr sagt, dass die 4 Minuten genau, sagt die Mikrowelle dasselbe. Ja, komm, passt, jetzt habe ich auch, alles gut. Ich hatte gedacht, ich würde dir vielleicht einen mittelschweren Skandal auf die Spur kommen. Boah, es riecht schon intensiv, da kommt echt was raus, da kommt sofort der, da kommt dieser Pökelgeruch raus. Oh, da habe ich echt ein bisschen Angst. Aber ich muss auch mal ein bisschen irgendwie, man muss auch, die Welt gehört den Mutigen, ne? Oder wie heißt das nochmal? Ach, das ist natürlich auch darunter die Wässrigkeit im, also das schreit natürlich nach Teller, aber das wäre jetzt auch unfair, dieses Gericht auf den Teller zu hieven, nur weil sich hier auf eine unattraktive Art und Weise das Wasser in den einen Winkel der Hauptkammer verzogen hat, während logischerweise wahrscheinlich durch unsachgemäßen Schieftransport sich das Sauerkraut in dem anderen Bereich der Kammer verschanzt hat. Das kann man, oh, guckt euch das an, aber das ist genau das, was ich gar nicht mag. Hier, da, da. Das ist so eine, das ist so eine Angstzone für mich. Da. Auch hier, das ist ein sehr großzügiges Bermuda-Dreieck aus Nichtfleisch. Okay, oh, null dich, Colin. Chili. Ich liebe Chili. Hier haben wir ein Rindfleisch-Chili con carne. Wir wühlen es mal ein bisschen durch. Auch hier wieder ziemlich wässrig. Weniger Einlage als Flüssigkeit.
Ich stelle es einfach mal so hin. Den Reis zerpurzel ich noch mal ein bisschen. Am Ende des Tages sieht es relativ ähnlich aus, aber Chili ist natürlich auch als Bohnengericht in ähnlicher Form. So ist es halt gedacht, ne? So ähnlich. Nicht hundertprozentig. Und hier kann man sich ein bisschen wegdenken, dass die meiste Soße sich einfach schon verzogen hat. Und auch so ein Mais, der ist ja nun auch nicht besonders saugfähig, was Flüssigkeiten angeht. Also ist schon okay. Und da kannst du nicht viel richtig machen, aber auch nicht viel. Oh, oh. Was ist das dann? Was ist das? Ist das? Ui. Nee, nee, nee. Mein Freund. Du hast, glaube ich, nur eine Zwiebelhaut. Ich dachte gerade, ich hätte bei einem Plastikdreieck auf die Spur gekommen und könnte jetzt mich kostenpflichtig... Nein, also teuer, weil die ganze Welt ist mein Zeuge. Ich hätte jetzt hier was drin entdeckt, wofür ich zu Penny gehen kann. Vorher natürlich zum Arzt, um mir einen Attest zu holen. Und dann zu sagen, ey, wenn ich hier nicht 2 Millionen rausklage, dann... Schwierig. Nein, es war aber nur eine sauber gekattete Zwiebelrestablage. Und kein, offensichtlich nichts, was mich jetzt umbringen wird. Zumindest kautechnisch und reibetechnisch war das kein Stück Plastik oder ähnliches. Aber ich dachte, ich hätte selbiges gefunden. Aber auch schön, dass es das nicht ist. Ich bin jetzt zwar nicht reich, aber zumindest gesund. Hoffe ich. So, probieren wir mal. Einfach mal so ein bisschen eintauchen hier ins Chili-Bad. Die Soße findet zwischen den Reiskörnern und den entsprechend großen Abständen ja schon ihren Weg. Wichtig ist, dass man so ein bisschen die Bohnen, lecker Mais. Ich liebe Chili. Ich liebe Chili wirklich sehr. Aber ich weiß, dass der Chili-Geschmack sehr flexibel ist, sehr unterschiedlich. Und in diesem Gericht... Also, salzig. Es hat so einen Grundgeschmack. Irgendwie von Chili, ist aber mir zu flüssig. Irgendwo ist da ein bisschen Chili drin. Aber am Ende des Tages ist das kein, also nichts, wo man stolz chillig draufschreibt. Also vielleicht haben sie auch nicht stolz draufgeschrieben, sondern nur, weil es den faktischen Umständen entspricht. Nee. Habe ich das? Ich habe doch mal einen Chili-Test gemacht. War das dabei? Wahrscheinlich nicht. Also Captain Knorpel war beim Hack nicht dabei. Kann natürlich auch daran liegen, dass wenn wir nur 7,5% Rindfleisch in der gesamten Packung haben, und Carne ist immerhin das dritte Wort im Titel, dass da natürlich entsprechend die Anteile von Captain Knorpel und die Wahrscheinlichkeit, auf ihn zu stoßen bei unserer Fräsreise durch die Fleischozeane, einfach auf ein statistisches Minimum reduziert wird. Also es hat so einen leichten Beigeschmack von totem Hund. Also es ist vollkommen okay, aber das ist ein bisschen, wenn jemand sagt, jeder kann Chili. Und dann isst du das und sagst, ja, statistisch mag das stimmen, aber wird damit auch das Herz, das dem Chili gehört und was ganz andere Ansprüche an eine Mahlzeit stellt, werden wir dem auch gerecht? Und da möchte ich sagen, nein. Oder anders gesprochen, ich weiß, es gibt viele Chili-Varietäten da draußen, einige davon habe ich ja auch schon verköstigt. Wenn ich jetzt auf der Suche wäre nach einem leckeren Fertig-Chili, würde ich daran vorbeigehen. Nicht, wie gesagt, weil es desaströs wäre, aber einfach nur, weil ich auch irgendwann auch mal so ein bisschen... Man darf da auch mal einen gewissen Anspruch an den Tag legen. Ich meine, ich wink diese meisten Sachen hier echt großzügig durch. Weil ich auch als Mann des Volkes mich nicht auf so eine elitäre Hochstufe irgendwie stellen möchte. Das ist mir wichtig. Das soll auch nicht so rüberkommen. Deswegen sage ich, das, was für euch gut genug ist, passt für mich gegebenenfalls auch. Aber trotzdem, auch da darf man ja manchmal auch so ein bisschen egoistischer sein und sagen, sorry, sorry James, bitte bringen Sie das zurück in die Küche. Und apropos, Sie können sich auch gleich Ihr Abschlussschreiben festhalten. Ich brauche Ihre Dienste nicht mehr. Ja. Curry ist nicht schlecht. Relativ salzig, aber schön mauschlich, also sehr fein zerkleinert. Das ist okay. Mhm. Ich aß schon deutlich schlechteren Kartoffelpüree in fertig. Also der ist jetzt zum Beispiel kein Vergleich zu den Sonnenbassermann-Klassikern. Grüße gehen raus. Der ist wirklich gut. Das ist so ein
Völlig okay, Püree. Kann man vielleicht noch ein bisschen Muskat sich dazu packen, wenn man denn unbedingt möchte. Oder auch nicht. Das ist ja ein Kippgewürz und damit auch mit einer gewissen Gebrauchsgefahr verbunden. Das schmeckt gut. So. Ich mache das, was ihr schon die ganze Zeit wolltet. Scheiße, habe ich zu viel Soße drauf? Egal. Hm? Geht besser zusammen. Geht besser zusammen. Mhm. Also ist nicht perfekt, aber Kartoffelbrei ist natürlich ein bisschen genügsamer als so harte Nudeln, was so die Soßigkeit angeht. Oh, es wird jetzt ein bisschen schwierig, das zu essen. Ich gehe immer durch, so, durch Sauerkraut. Ist mir zu salzig, zu wenig sauer. Aber ich kombiniere erstmal hier die Zweiergeschichte. Also, vom Sauerkraut mag ich es lieber, wenn es einen besseren Sauer-Counter hat. Und den hat es nicht. Konter, meine ich. Es ist eher so auf der Salzstraße. Mit einem ein Bein fährt sozusagen in dem, im Säurebereich. Aber die anderen drei Räder sind fest auf der Salzstraße. Und irgendwann ist auf der zweispurigen Salzstraße halt kein Platz. Vor allem, wenn jetzt das potenziell sehr salzig gepökelte Kassler auf dieser Straße ebenfalls noch einen. Ich muss jetzt hier mal an diesem Ginter vorbeischneiden. Soweit das technisch möglich ist. Das wird jetzt auch nochmal Salz sein. Also es ist natürlich potenziell extrem salzig jetzt alles hier. Ja, ein bisschen quietschestramm. Ein bisschen knurpschig. Ich möchte fast sagen, das Salz ist noch das, das Kassler ist das unsalzigste an dieser Gerichtskombination. Also die positive ist ja Püree. Ist Püree am besten so. Jetzt habe ich eigentlich so eine krumme Gabel hier. Weil ich sie mir wahrscheinlich selber gesucht habe. Okay, einen nehme ich noch. Jetzt ist noch mal ein bisschen Ginter dran hier. Jetzt ist mal ein bisschen Abenteuer mit auf der Gabel. Weil ich ein bisschen Vertrauen gewonnen habe in dieses Gericht. Ich habe auch schon mal Kassler gegessen. So ist es ja nicht. Ist kein riesen Kassler-Freund. Aber da suche ich mir auch immer eher die Stücke, die so ein bisschen sagen, ich bin mehr Fleisch als Ginter. Mhm. Ist okay. Bisschen knackig, flutschig, das Fleisch, aber vielleicht ist es nicht besser machbar. Püree super. Sauerkraut okay. Kassler okay. Aber ich möchte nicht jeden Bissen und jede Gantigkeit jetzt hier ausprobieren, wie schlimm sie ist. Aber kann man essen. Wer beim Fleisch so ein bisschen flexibler kaut oder auch sagt, boah, genau das ist das Beste daran, da kann ich nur eine klare Empfehlung aussprechen. Da hat man hier sicherlich geschmacklich, aber auch kautaktil eine relativ spannende Reise vor sich mit diesem Essen. Also, hier möchte man nicht zu kritisch sein, denn es war keine schlechte Veranstaltung, die mir gerade kredenzt wurde, respektive die ich mir selber gemacht habe. 2,29 €. Hier fehlt jetzt leider die Gramm-Verrechnung. Vielleicht kriegen wir das doch auch ganz einfach selber hin. Das sind auch 57 Cent. Ich genau. Habe es vorhin noch nicht gesehen. Ja, Johanna, habe ich wohl gemerkt. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Spaß beiseite, Johanna. Ist richtig, bei 400 Gramm ist alles fein, alles gut. Das war jetzt, nee. Also Look and Feel. Ja, komm. Geht schräg hoch. Geschmacklich kann ich hier nur eine 2 geben. Wie gesagt, das war jetzt nicht scheiße. Also von scheiße sind wir da entfernt, aber von richtig lecker eben genauso. Und das muss ich dann in einer entsprechenden Wertung auch widerspiegeln. Das Kassler. Es kommt, ihr Lieben, es ist eine ordentliche Batzen teurer, um genau zu sein. Absolut 2,69 € und damit selbstbewusste 10 Cent teurer auf 100 Gramm als die billigste Variante. Das Look and Feel, ganz schwierig, weil man muss fairerweise sagen, das Kassler in der Packung sieht nicht so anders aus als das Serviervorschlags-Kassler. Der Püree hatte natürlich so eine unattraktive Knubbelgeschichte, der einfach flutschte im kalten Zustand, stramm zusammengezogen von einer Ecke in die nächste. Aber warm gemacht
Ich gebe einen Durchschnitt, weil es ist sicherlich eines der anspruchsvolleren Produkte. Wenn man sich das jetzt liebevoller auf einem Teller drapieren würde, würde es sehr gewinnen. Aber das tun wir an dieser Stelle nicht, weil wir davon ausgehen, dass wir eben keinen Teller dabei haben. Geschmacklich war das aber, ich sag jetzt mal, also der Püree, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Das ist eine 3,5. Ich weiß, ihr hasst mich dafür, aber es ist eine 3,5. Pass mal auf, damit es auch jedem. Also das ist der theoretisch ausgefüllte Kreis, ne, den brauche ich nicht erklären. Habt ihr gecheckt, schlau wie ihr seid. Ihr seid doch 5 Punkte Publikum. So, wir machen weiter mit, was haben wir denn hier noch an Köstlichkeiten aufgebahrt? Das weiß ich, wenn ich einmal kurz auf meinen Zettel abgestarrt, dann sehe ich da, oha, oha, Lindmann-Rindfleisch aus der Keule. Moment, was kratzt mich da am Kopf? Ja, ist das glatt eine Beule? Ach nee, ich träumte nur, es gäbe heute auch noch das Gratin. Das schmeckt mir gut, das schmeckt mir lecker, das schmeckt ziemlich fin, sagte Colin, nahm es dann schon aus der Packung raus und freute sich auf einen potenziellen Gaumenschmaus. Ihr habt meinen empörten Blick gesehen, ne? So, also Rindfleisch aus der Keule. Fleisch aus der Keule. Rindfleisch aus der Keule. USA. Rindfleisch aus der Keule mit Meerrettichsoße, dazu Prinzessbohnen und Bouillonkartoffeln. Genauso könnte es auf der Mittagstischkarte stehen. Auf so leicht pergamentiertem Papier mit so einer braunen, bräunlichen Druckschrift. Ich kenne mich da nicht so aus mit den Fachbegriffen. Ich will damit nur sagen, dass es nicht der billig dahingerotzte DIN A4-Zettel ist, sondern ein bisschen edler. Und das probieren wir jetzt nämlich mal aus. Und das Popkartoffel, nee, das lasse ich jetzt mal außen vor für den Moment. Wir gehen erstmal zum veganen roten Thai-Curry. So sieht's nämlich aus. Oder nee? Doch, weil das muss ich nämlich umfüllen. Das tut mir leid, das, oder? Ach Gott, ich stelle mir komm, Fragen. Du kannst machen, was du willst. Das stimmt. In eine feuerfeste Schale, tut mir leid, die haben wir jetzt hier nicht. Haben wir vielleicht irgendwo, aber ich habe sie nicht. Und das ist damit das Ausschlusskriterium, weil ich es in der Form leider nicht in die Mikrowelle stellen kann. Damit ist das gerade heraus, aber ich bin überzeugt, es wird köstlich sein. So, hier machen wir also mit dem Rindfleisch aus der Keule weiter. Er nahm die Gabel und stach zu. Da endlich gab die Kamoru. Sie klagt nicht mehr und heult auch nicht. Der Colin, der sich selber spricht. Endlich ist es nun soweit. Die Ruhe macht sich weit und breit in meinem Zimmer. Schönem Kleid bei mir in meinem Kopfe breit. Er stach noch einmal zu ins Fleisch und sagte, ups, wenn ich erheisch auch nur einen Blick aufs Tiere, das hier stand als Pate vor der Türe, bevor es dann zum Schlachter ging und in den Häcksler sich verfing. So. Tut mir leid, ich weiß, es wird nicht immer alles besser, wenn man es zweimal versucht. Grüße gehen raus an meine erste Sexualpartnerin. Rindfleisch aus der Keule wird eingestochen. 700 Watt, oh je. Ist aber eine schöne Kammer, ne? Also ist irgendwie, hier sagt man einfach, wir brauchen keinen Serviervorschlag. Das Produkt ist der Serviervorschlag. Es gibt kein geschöntes Foto, sondern what you see is what you get. Da kann auch dieser leidlich attraktiv aufgeklebte Sticker nichts dran ändern. Wir gehen aber auch hier nach dem guten alten 4-Minuten-System. Das hat sich doch hier bewährt. 700 Gramm. Ihr merkt, ich werde tollkühner mit der Mikrowelle. Am Anfang habt ihr mich als Pedanten kennengelernt. Mittlerweile bin ich sehr relaxed, wenn es um Zeit- und Garangaben angeht. Und das ist ja auch gut so. Ich weiß nicht genau warum, aber es spart auf jeden Fall ein bisschen Zeit und mir auf jeden Fall überflüssige Energie. Tress-Brüder veganes rotes Thai-Curry. Wer sind denn die Tress-Brüder? Ach, das steht hier auf der Packung. Gut, dass ich gefragt habe. Miteinander für Mensch und Natur lautet unsere Unternehmensvision, welcher wir all unser Tun unterordnen. Was wir alles tun und alle Faktoren zum Eternity-Score, ach, Eternia war bei Masters of the Universe, findest du hier. Also, mit diesem Gericht möchten wir dir zeigen, wie genussvoll und einfach veganes Essen sein kann und wie schnell du deinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu einem Fleischgericht verbessern kannst. Das finde ich sympathisch. Also, dass man hier ein hoffentlich leckeres Essen bekommt, Bio seit 1950, mit gebratenem Fleischersatz aus Soja mit Naturreis und auch irgendwie dieses Gefühl nochmal für die Laien oder für die Leute, die sich nur so halbgar für die Konsequenzen interessieren, noch einen kleinen Beipackzettel hat. Das finde ich auf jeden Fall gut.
Es erspart quasi den Wikipedia-Eintrag und gibt einem das Gefühl, noch lieber dir davon etwas in den Einkaufswagen zu packen. Und das ist in zwei Komponenten ein Menü. Drei Bewerber, einen Job. Zubereitung. Mikrowelle. Folie des großen Bechers entfernen. Das ist der. In der Mikrowelle bei circa erwärmen. Anschließend Folie des kleinen Bechers entfernen. Okay, das wäre natürlich jetzt gut und das werde ich gleich auch tun. Erstmal machen wir das jetzt. Was wollen wir nochmal bekommen? Rotes Thai-Curry. Ja, riecht auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn einer im Schulbus neben dir sitzt und sich das mittags reinzieht, so in der Form, willst du wahrscheinlich die Lehrerin fragen, ob neben ihr noch Platz ist. Aber, na komm, also man soll ja nicht das Curry vor der Mikrowelle loben, ne? Also weil die können es hören. Ach, vergesst es. So. Also, machen wir den hier mal warm, in der Hoffnung, dass hier auch gleich Bing macht. Bing, Bing macht die Mikrowelle. Und soll man das dann in diese Snackbox tun? Nee, ne? Nee, also das ist nur eine Zierbox. Das ist auf jeden Fall keine Snackbox. Es gibt es ja eben manchmal auch, dass man das Ganze, so wie bei diesen widerwärtigen Penny-Nudeln mit Erdnusssoße, von denen ich vorhin erzählt habe, da war die Packung sozusagen die Snackbox. Hier ist es tatsächlich nur eine Verpackung. Und keine Esspackung. Das heißt, das Ganze müssen wir gleich dann doch in diesem Fall etwas außer der Reihe auf einem Teller drapieren. Oder möglicherweise auch den Reis da reintun. So, hier haben wir Naturreis. Oh, ja, da geht kein Lob draus, liebe Freude, liebe Testbrüder. Ist okay, also. Aber es gibt Leute, die würden für so eine Aufgabe schon den Notdienst rufen. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, gehöre ich in 20 Jahren zu dieser Gruppe. So, Naturreis. So ist es halt. Punkt, Punkt, Punkt. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen. Komm. Das beult sich doch schon aus, der potenzielle Gaumenschmaus. Und jetzt packen wir mal den Naturreis für 2 Minuten. Warum ist das denn hier ein Wackelteller? Ah, weil das schief lag. Und dann gucken wir mal weiter. So, hier hat sich erstmal nicht viel getan, denn das Ganze hat ja eben keine Umverpackung gehabt. Damit ziehen wir es auf. Das ist so ein richtiges TV-Dinner, ne? Okay, es riecht sofort nach Bohnen. Oh, hier haben wir wieder auch so eine leichte die Angstader im Fleisch. Die hat sich leider ein bisschen Meerrettich rüber getropft. Aber das ist alles noch nicht schlimm. Noch kein Grund zur lauten Klage. So ein bisschen jammern darf man ja immer. Wo habe ich denn die Verpackung davon jetzt hingelegt? Ach, da gab's ja. Oh, ich bin ja dumm, weil es keine gab. Da habe ich sie in dem Moment, wo ich es aussprach, weggeworfen. Ich bin es einfach nicht gewöhnt. Also, nochmal. Wir haben hier Rindfleisch aus der Keule mit Meerrettichsoße, dazu Prinzessbohnen und Bouillonkartoffeln. Okay, das ist der Text. Wir haben es gesehen. Bouillonkartoffeln sind also das hier. Das sind doch keine Bouillon-Kartoffeln, das ist eine Matschepampe. Nee, sorry. Das gibt's schon mal, kann ich jetzt schon sagen, die Bestnote fürs Look and Feel ist schon mal weg, wenn das einfach aussieht wie ein extrem stampfiger Kartoffelstampf mit Möhreneinlage. Also, oh, schmeckt ein bisschen selleriemäßig mir zu sehr. Aber, nun ja, picken wir uns mal ein Böhnchen raus. Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da. Das stimmt, bitte einmal abonnieren den Kanal. Danke. Ja, ist okay. Halt Bohnen. Bissfest noch. Also jede Sache hier sagt, ich bin ja nicht ein Solist auf der Bühne, ihr kennt das Bild, das habe ich schon häufiger benutzt. Ich bin Teil einer Band. Und als selbiger verstehe ich auch meinen Einsatzauftrag hier. So. Und damit ran ans Fleisch. So,
So ein bisschen Sauerbraten-Romantik, ne? Schön mit der Meerrettichsoße. Ja, sahnig. Mhm. Ja, also Bouillon-Kartoffeln sind für mich bisher, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Manager wäre von der Band, die gerade aufstrebt, würde ich wahrscheinlich irgendwann mal sagen, Meerrettichsoße. Die Leute kommen eher wegen dir. Also ich weiß, ein netter Typ. Die Bouillon-Kartoffel. Aber wenn ihr richtig groß werden wollt, die hindert euch eher. Ist auch nicht so gut wie du. Und sie sonnt sich in deinem Licht. Liebe Meerrettichsoße. Sorry, ich will dir keine Gedanken pflanzen. Aber ich habe auch gehört, wie die letztens vor dem Raum getuschelt hat. Über dich möglicherweise. Und mehr Frauen hat die auch abgeschleppt. Ich, wie gesagt, ihr seid eine Band, das ist euer Ding, ich will euch da nicht reinquatschen, aber ich glaube, wenn du irgendwann auf dein Konto guckst und sagst, warum sind da nicht zwei Nullen mehr, dann würde die Antwort vielleicht sein, Grüße gehen raus an die Bouillon-Kartoffel. Hey, ich sag's nur, ich hab dein Bestes im Sinn. Ich kann auch andere Bands groß machen. Ja. Also, gut bürgerlich. Ich würde mir die Bouillon-Kartoffeln was anderes wünschen. Die finde ich ein bisschen ordinär. Das Fleisch war jetzt okay. Bissfest, naturgewachsen. Die Soße ist nicht schlecht. Also ist ein bisschen mehr so eine... Ja, ist vielleicht ein Hauch von Meerrettich. Leicht. Stark abgebunden mit Sahne. Schmeckt. Ich sag mal so, pack noch drei Kapern rein und kipp ein paar Klopse rein. Kannst du es auch als Königsberger Klopse verhökern. Passt. Die Bohnen, ja. Hast du ja selten als Frischgericht, als Fertiggerichtsbeilage. Aber hier passt's. Wahrscheinlich nicht lange haltbar, das Ganze. Aber kannst du auf den Zahn legen. Wenn gleich jetzt auch ich aus dieser Serie gerne noch mal andere Gerichte probieren würde. Das muss ich ja dann doch ehrlicherweise sagen. Weil da gibt es vielleicht noch Köstlichkeiten, wenn die jetzt plötzlich hier Putenbrust mit Hühnchen, mit Rahm geschnetzeltem und bla bla bla, dann wäre das vielleicht noch ein größerer Erfolg. So, wir nehmen jetzt noch das Hühnchen süß-sauer. Schnell mit in die Verlosung. So, und da haben wir natürlich jetzt den Klassiker so zum Ende. So hat alles wirklich begonnen mit dieser Art von Fertiggerichten. Zwei Kammern, es muss nicht gekühlt werden. Es ist mit einem einfachen Einstechen, ohne dass ich auf die Packung geguckt hätte, sicherlich zubereitbar und schwarz schon elendiges. So, sagte er und stieß auf. Und damit geht der Boy hier rein. Und dann sind wir nämlich auch schon in Richtung Zielgerade unterwegs und holen erstmal den Naturreis. Entschuldigung, den Naturreis raus. Zum Ende der Sendung wird es immer so ein bisschen anstrengend für uns alle. Aus Gründen, die ihr erkennt. Ah, heiß. Heiß, 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 heiß. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bin ja fast versucht, aber das bringt natürlich nichts. Das ist eine völlige Unverhältnismäßigkeit. Hier bin ich jetzt leider gezwungen. Es gibt ein bisschen Abzug in der B-Note. Aber wir sind jetzt zum Ende der Sendung nicht pingeliger als der Pingel. Also, gucken wir mal. Na? Wie sah das Ganze auf der Packung aus? Naja. Also... Ja, also, würde ich jetzt sagen, ist aber abenteuerlich interpretiert das Ganze. Ist aber nicht weiter schlimm. Der Geschmack ist natürlich am Ende die entscheidende Frage. Ich muss ihn mir so ein bisschen drauf tun, weil eben, ich kann das jetzt hier nicht einfach verkippen. Die Fleischchunks sehen wirklich nach Angstfleisch aus, gebe ich sogar ganz offen und ehrlich zu. Das sind sie aber nicht. Das können sie ja nicht sein, weil sie, wie gesagt, ja eben hier ein veganes Produkt mir hingestellt haben und kein Fleischiges. Das ist super. Weil ich da ja immer offen und interessiert bin, möglicherweise auch meinen ganz persönlichen Fleischkonsum ein wenig zu reduzieren mit Essen,
das mir aber mindestens genauso gut schmeckt. Da bin ich, auch wenn ihr mich vielleicht so nicht wahrnehmt, durchaus offen und interessiert. So, gucken wir mal. Einmal noch schnell weggespült. Und dann kosten wir doch erstmal die Soße von diesem auf dem Papier roten Thai-Curry, was auch ein bisschen gelb-grün ist. Ja. Mhm. Zitronengras kommt hier gut durch. Ja. Also ist eigentlich so ein Gericht, das kannst du auch gut ohne Fleisch tatsächlich ja machen. Weil Fleisch hier vielleicht nur so der Kaukicker ist, aber nicht der entscheidende Geschmackskicker. Da kommt der typische Geschmack hier eher woanders her. So. Mhm. Wohl abschmeckend. Also abgeschmeckt meine ich. Würzig, lecker. Jetzt bin ich mal super gespannt auf die Fleischimitatsbatzen hier. Weiß nicht, 1A wie Fleisch. Also wenn mir jetzt sagen würde, es ist Fleisch, dadurch, dass das Ganze so in dieser intensiven Curry-Soße irgendwie gefangen ist. Wenn man genau hinschmeckt, schmeckt man schon, da fehlt so ein bisschen der Hufcharakter oder Krallencharakter von dem Fleisch. Aber bei oberflächlichem Kauen und vor allem in Kombination genossen, ist das ein 1A-Fleischersatz. Für die Leute, denen das wichtig ist, weil sie sagen, naja, ich muss ja nicht gleich zum Apfelmus greifen, nur weil ich weniger Fleisch essen möchte. Ne? Also man darf sich ja durchaus mit so Behelfsprodukten einerseits seiner alten Leidenschaft, was bestimmte Faktoren angeht, darf man der treu bleiben. Und andererseits sagen, es fühlt sich an wie ein Tier. Aber es ist kein Tier. Mhm. Sehr lecker. Muss ich sagen. Mhm. Der Naturreis hat natürlich eine ordentliche Bissfestigkeit, die in den anderen nicht so drin ist. Aber das schmeckt richtig gut. Mhm. Richtige Empfehlung. Richtig lecker. Also, mal gucken, was der Preis gleich dazu sagt. Das ist immer die große Gefahr, dass solche Sachen dann auch absurd teuer sind. Aber ansonsten, auf jeden Fall ist es nicht zerkocht oder vorgekaut. Hier hast du noch richtig was zu tun. Aber es schmeckt, wie gesagt, richtig gut. Und für jemanden, der gerne einen Fleischersatz als Überbrückungshilfe wahrnimmt, ist das eine gute Geschichte. Lecker. Vielleicht werde ich ja irgendwann auch nochmal Veganer. Man weiß es ja nicht, ne? Also potenziell nach dieser Mahlzeit, die jetzt kommt. Denn jetzt haben wir hier aus dem asiatischen Raum etwas mit Fleisch. Und das ist Huhn süß sauer. Und da habe ich ein bisschen Gruselangst davor. Gebe ich ganz offen zu. Aber schauen wir erstmal. Denn hier haben wir besagte Doppelkammer. Oh ja, jetzt schon wieder ein bisschen. Oh ja, siehst du mal. Es gibt sie also doch noch. Die Leute, die mit konsequenter Beharrlichkeit darauf verzichten, ihr Produkt zu verbessern, um Leuten wie mir auch weiterhin auf den Sack zu gehen und potenzielle Verbrennungen im Handbereich zu. Ah, leck mich am Arsch. Oh Gott, und jetzt haben wir hier das Problem. Es ist ja eine Sache, eine Spur abzureißen. Aber ich komme in den Bereich der Hauptverklebung. Hier ist eine Flächenklebung. Und wir nähern uns dieser Flächenklebung jetzt gleich auf 3 Achsen. Und das erfordert natürlich fast übermenschliche Kräfte. Es sei denn, man. Oh. Aua! Siehst du? Die Soße spritzt an den Daumen. Ah, ist das lästige Scheiße. Sorry, mit so einer Kacke braucht ihr mir echt nicht kommen. Speisezeit. Wo kommt das denn her? Da bin ich echt gespannt. Bin ich schon wieder ein bisschen aggressiv. Zum Ende, das eigentlich ein versöhnliches werden soll. Denn es ist das letzte Gericht. Ich ziehe mir gleich noch davon 1, 2, 3 in die Mikro rein. Das geht ja super schnell. Also, Matsche-Pampe-Reis. Und es macht einen Unterschied. Glaubt's mir, wenn ihr da noch keine Erfahrungswerte selbst gesammelt habt, vertraut dem Colin Gable eures Vertrauens. Es macht einen Unterschied, ob du den Reis in dieser gekühlten, gekochten Variante bekommst. So wie bei allen anderen Gerichten hier. Oder ob du den so verschweißt bekommst. Das ist. Das kriegt so einen ganz charakteristischen Geruch, der meistens nur durch Soße irgendwie sich übertölpeln lässt für den Moment. Aber es ist ein ganz anderes Geschmacksding. Also es riecht jetzt schlimmer, als es schmeckt. Aber es ist ein ganz anderes Geruchsding. Aber es schmeckt auch pappiger. Also es ist beides ein bisschen. Gut. Genug davon für den Moment. Oh
Oh, jetzt wird hier so süß-sauer. Und ich habe das Gefühl, es ist nur süß. Ja, sauer war aus. Ja, alles klar. Das ist so süß-sauer. Ist oftmals etwas ganz was Ordinäres. Das Zeug, das ist Beach Party, sponsored bei Ananas. Das ist süß. Also süß-sauer ist da überhaupt nichts. Wir hatten doch noch ein süß-sauer Gericht hier irgendwo. Das war wirklich, also hier, das Weight Watchers, da war das ja quasi ein gratis Ausflug in die Zitronenpresse. So, also, und das hier ist jetzt wirklich nur, also, bäh. Habe ich schon gar keinen Bock auf so ein, ich mag sowieso nicht so Ananas in Essen. Oder auf Pizza. Grüße gehen raus an die Leute, die nicht zum Kreis der Wohlschmecker gehören. Kannst auch eine Tüte Haribo lutschen, also nur die Weißen. Bäh. Gehen wir mal zum Hähnchen. Das sind so knallharte Faserstrammlinge hier, die Hähnchenbrocken. Nee. Also da, nee, sorry, da bin ich auch. Kannst du heute nicht mehr anbieten. Das ist ein Oldschool-Mehrkammergericht. Wir sehen, auch wenn hier noch so attraktiv die Grillstreifen einfach heißen, das ist irgendwie eine saubere und leckere, ausgewogene Grillmahlzeit vom Fleischfaktor her wäre, ist das am Ende des Tages einfach nur eine große Enttäuschung. Hier ist man wirklich rückständig geblieben. Aber das Schlimmste daran ist, bah, völliger Süßgeschmack. Bah. Nee. Sorry. Kannst du nicht machen. Kannst du wirklich nicht machen. Bah. Nee. Kannst du nicht bringen. Bah. Grüße gehen raus. Aber komm mir doch nicht mit so einer Scheiße um die Ecke. Dass das immer noch gekauft wird. Schlimm genug. Aber damit es gekauft werden kann, muss ja auch erstmal angeboten werden. Und das solltest du dir als Hersteller zu Herzen nehmen. Kann man bestimmt was rausholen. Aber das hier ist einfach nur, sag mal, ist denn das hier, sag mal, also wirklich, es steht süß-sauer drauf. Aber der Koch hat nur gelesen, Huhn süß. Und war dann zu faul, sein Werk zu vollenden. Und das ist das Ergebnis. So. Ah. Bäh. Jetzt haben wir die Hälfte ja vergessen. Was ist denn? Ich muss ja richtig viel nachtragen. Da habe ich jetzt alles so durcheinander gebracht. Also, erstmal Rindfleisch aus der Keule von Aldi möglicherweise. Gehen wir einfach mal davon aus. 3,29 kostet die Kammer. Erweckt den Anschein, wirklich relativ frisch gekocht worden zu sein. Mit 73 Cent jetzt nicht aufregend ungewöhnlich teuer. Man schaue hier auf den Weight Watchers Preis. Also im Gegenteil. Dafür, dass es wirklich so aussieht, als ob es liebevoll von Hand in die jeweiligen Kammern gefüllt wurde. Und deswegen würde ich auch sagen, das Look and Feel ist durchaus gut. Auch wenn die Kartoffeln hier semi-gut waren. Hier kannst du aber letztendlich, dadurch, dass die Sättigungsbeilage das Gesamtding so ein bisschen runtergezogen hat, würde ich gerne noch mal andere Produkte aus dieser Serie kosten. Aber dieses spezielle, durch die Bohnen, die letztendlich langweilig waren, aber natürlich als Ensemble-Mitglied hätten auftrumpfen können, hätten, wenn die Bouillon-Kartoffeln nicht so eine verkochte Sellerie-Otze gewesen wären. Das Pop-Kartoffelgratin haben wir bewusst aus der Rechnung genommen, weil wir keine feuerfeste Schale haben. Vor Gericht würde ich mir eine raffiniertere Begründung ausdenken. Tressbrüder, das war jetzt wirklich meine große Überraschung. Preislich allerdings auch. Denn all diese Liebe hat einen Preis, in diesem Falle 4,29 Euro und 2 und ist damit aber dann doch auch nur auf Platz 2. Wir lunzen Richtung Obent auf Platz 3. Da haben wir 1,25 und auch das Weight Watchers Mango Chili Hähnchen ist deutlich kostspieliger. Aber ich muss sagen, das war richtig gut. Look and Feel schwierig. Ein bisschen unfair, das zu bewerten, weil man muss es hier selber zum eigenen Serviervorschlag machen. Deswegen streiche ich hier die Wertung, weil ich konnte es eben nicht aus den Kammern rausessen. Aber hier gebe ich 4,5 von 5 Punkten. Ja, ja. Moment, hebt euch noch ein bisschen was auf von der Klatschbaue. Hier streiche ich die 4, weil das ist dann einfach. Ja, ja, sorry. Ich weiß, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Kennen wir.
und mache eine 3,5 raus, was immer noch gut ist, was immer noch fein ist. Beim Nudelauflauf, aber der hat mich so positiv überrascht und auch das Asia-Gönkönör mit den anderen Sachen, bin ich eigentlich fein soweit. Und das rote Türkei kriegt nur deswegen nicht die 5, weil es gut war, also sehr gut, um im Relationsfeld bzw. Sprech zu bleiben, aber nicht so überraschend unfassbar gut. Oh, es geht ja noch weiter. Natürlich mit dem letzten. Nicht so unfassbar überraschend lecker, dass ich sagen würde, es hat mich mit irgendeiner Raffinesse derart überzeugt davon, wieder weniger selber zu kochen. Deswegen muss das mit einem halben Punkt Abzug quittiert werden. Und hier haben wir, und damit sind wir, glaube ich, auch wirklich offiziell im Niedrigpreissegment angekommen. Hier übrigens ein Produkt aus der Aldi-Manufaktur. Und es beweist, es geht auch hier noch günstiger. Denn nur 55 Cent werden hier auf 100 Gramm fällig. Möglicherweise aber auch noch nicht inflationsangepasst, das Ganze. Es look and feel. Hä? Ja, komm, es hat süß-saure Tunke. Aber nee, die ganze Skala wird fast genutzt. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei, hier mal nur einen Punkt zu ziehen, weil null Punkte wären nur unverschämt. So, den ziehe ich mir jetzt aber noch einen davon mal eben so rein. Inklusive Puderzucker im Beutel. So, und während ich hier schon abmoderiere, also so halbgeistig schon mal mich drauf einstelle, abzumoderieren, 36 Stück sind hier drin. Oh, komm, da mache ich jetzt mal ein paar rein. Einfach mal so einen kleinen, ich mache gerade mal so eine Handvoll hier. Wo ist denn der Puderzucker? Einfach mal so. Mach ich jetzt mal schnell rein. Das braucht ja nicht viel. Die ganze Packung bräuchte so und so viele Minuten. Da ist der Puderzucker. Das finde ich jetzt geil. Ist auch im Backofen machbar. Aber erst einen kleinen Süßsnack mir nochmal eben schnell auf den Zahn legen zum Feierabend. Das ist eigentlich, könnte Tradition werden. Es wäre natürlich schön, wenn da jetzt jemand wie Johanna einfach mithören würde und sagen würde, oh, Colin ist dann manchmal doch eine kleine Naschkatze. Vielleicht kann ich ihm ja das nächste Mal auch die Freude machen, irgendeine Süßspeise ins Teilnehmerfeld zu mogeln. Wäre schön, wäre einfach eine schöne Überraschung. Würde ich auch authentisch mich dann in der nächsten Sendung darüber freuen und auch wirklich überrascht sein. Das wäre ich auch, weil mein löchriges Gedächtnis wird mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Wunsch heute wenig romantisch reingedüngelt habe. So, hier haben wir den Zucker einmal umschlossen von einer Plastikfolie. Das muss in dieser Form sein. Darunter haben wir einen ordentlichen Zuckerbatzen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das reicht auch schon hier an dieser Stelle. Die brauchen wirklich nicht lang, solche Teigknöbel. Machen wir mal schnell einen so. Erstmal noch schnell gespült. Ja. Mhm. Ahornsirup wäre dazu noch geil. Mhm. Also Pancakes-Romantik, ne? Kommt da ein bisschen auf. Hätte ich erst anbröseln müssen, die Tüte, ne? Das sind alles nur so Großbrocken, mit denen ich am Zoll wieder mal aufgehalten werde. Nur weil sie mich ein... Ja. Komm, brosen wir den nochmal drauf. Das ist jetzt eigentlich nur noch hier, wir sind jetzt ja schon längst in der Kür. Mhm. Ja. Lecker. Gute Sache. Kann man essen. Kannst du aus der Tüte schnecken. Machen wir jetzt mal direkt. Zum Abschluss. Kannst du lecker kannst den Zucker drüber streuen und sagen, ja, ich habe selbst gebacken. Kannst aber auch genauso gut mit Ahornsirup strecken, hätte ich total Bock drauf. Ja. Kannst du essen, also schmeckt es nicht ganz so gut. Aber ein leckerer, süßer Abgang, der beweist, die Mikrowelle kommt auch abseits der Mehrkammergerichte zum Einsatz. Zum Beispiel, wenn es darum geht, leckere Süßspeisen zum Nachtisch zu kredenzen. Und das war's für heute. Wir haben ein interessantes Update vergangener Tage erlebt heute. Wir haben ein Einer-Produkt, das wirklich ein Desaster ist. Und ich dachte, die Zeiten wären noch mal längst vorbei. Ich habe ein veganes Produkt zum Testsieger gekürt, was mich selber sehr wundert, aber auch sehr erfreut. Wir haben diverse Standards, die gut abgeschnitten haben, Stichwort Hühnerfrikassee. Wir haben Dinge, die auch zu Standards in anderen Kühlschränken gehören, wie den Snack-Nudelauflauf, an dem ich mich heute das erste Mal versucht habe und davon positiv überrascht bin. Wir haben vor allem im asiatischen Bereich hier größere Erfolge gefeiert, während das Putengeschnetzelte eine herbe Enttäuschung zum Beispiel war. Und punktgleich mit dem Chili con Carne, was aber einfach im Verhältnis zu dem, was Chili con Carne bieten kann, die Enttäuschung war. Selbiges gilt aber auch für das Geschnetzelte. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es hat sich keins dieser Produkte auf euren Einkaufszettel verirrt. Nein, Spaß, selbstverständlich nicht. Ja, ich freue mich. Bleibt mir treu, bleibt uns treu, lasst ein Abo da.
kommentiert fleißig, glockelt die Bimmel. Dann wisst ihr immer, wann geile Videos kommen. Und wenn ihr Vorschläge habt für das, was ich in der nächsten Sendung vielleicht mal machen soll, immer raus damit in die Kommentare bei YouTube oder natürlich auch bei uns im Forum unter rocketbeans.tv. Da könnt ihr auch leidenschaftlich mit Gleichgesinnten zum Thema Löffel, Messer, Gabel oder allen anderen Sendungen, die wir so im Programm haben, diskutieren. In diesem Sinne, ich ziehe mir jetzt noch den letzten Halbmond rein. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Hop, 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 hop.